Hallöchen, hey meine Rabauken und herzlich willkommen zum dritten offiziellen Minecraft-Freunde-Livestream. Hallöchen, ich habe gesehen, es waren schon 1200 Leute am Warten, haben sehnsüchtig auf dem Stream gewartet, während ich noch auf der Toilette saß. Naja, habe ich ja der Handy-App nämlich gesehen. Hallöchen, hallöchen, hallöchen meine Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Vielen, vielen Dank an Amelie für 1,50 € übrigens mit dem Hotdog-Emoji-Bild und Janine Knabe mit der Mitgliedschaft. Hallöchen, Janine. Janine. So, Leute, wir haben heute sehr viel zu tun. Bis heute ist mein Graffiti-Hudi nicht angekommen. Ja, das kann aber nicht sein, mein Guter. Also, entweder du bist ein Quatscher oder musst du, also wenn es wirklich, wirklich so ist, dann auf jeden Fall Shop-Support kontaktieren. Wir haben wahrscheinlich das eh schon gemacht, ne? So. Wie geht's euch, Leute? An diesem Sonntagmorgen. Und ich habe schlechte... Man sieht dein Inventar nicht. Ach, dieser Bug wieder. Oh Mann, ey, warte mal. Wie kriege ich das nochmal hin? Wie haben wir das immer behoben? Das ist irgendwie Grafik und dann irgendwie... Windowed. Und dann so... Aha! Ah, weil ich nämlich der Profi-Minecrafter bin. So. Mir geht's gut. Ja, Leute, Osterferien sind vorbei, ne? Morgen geht's wieder ab in die Schule, ey. Boah, wird mich das ankotzlich. Also, boah, morgen Schule, ey. Wer hat morgen erste Stunde Mathe? Erste Stunde Mathe von euch, wer hat's? Oder Chemie? Beides gleich schlimm, sag ich ehrlich. Wobei Mathe ging, da habe ich eigentlich ganz gern gemacht. Danke, Oskar, mit der Mitgliedschaft im 12. Monat. Big. Und Wolf mit der Mitgliedschaft. Und jetzt kommt's in 35. Monat. Alter Schwede. Und Philipp Becker mit einem 1,50 € noch. Oben drauf. Leute, wir können mal... Ich habe überlegt, erstmal will ich einen Prank-Piraten mal hören. Erstmal ein bisschen auf Stimmung hier kommen, Leute. So, hört man die Musik so okay-mäßig? Also passt das so? Also es, natürlich soll, also es soll jetzt schon nur leise im Background sein. Ne? Also, yo, mit 2 Euro, vielen, vielen Dank. So, okay, warte. Also wir haben hier erstmal ein Buch. Ich glaube, es ist zu laut, oder? Aber den Song hören wir mal kurz durch. Anschließend mache ich, glaube ich, einfach irgendwie, ich glaube, die Playlist von Candy an. Der hat ja 700 Songs, das kann dann durchlaufen, glaube ich, ganz gut. Love Leon mit der Mitgliedschaft, Hallöchen. Kevin Große mit der Mitgliedschaft, Hallöchen. Das hat Likes? Die Spende von Joe hat Likes? Kann man jetzt Spenden liken? Thaler mit der Mitgliedschaft, du musst dann die WhatsApp-Code schreiben. Richtig. Michael Reichling auch mit 5 Euro. Big. Like das mal. Kann man das liken? Das eine hatte gerade Likes. Ich habe es ja gesehen. Oder hat das... Nee, es gibt ja kein Emote mit 32 Likes. Naja, was auch immer. So. Banks ist der König mit 1,50 €. Ich habe aber... Ah, und Jisquark mit der Mitgliedschaft. Man sieht deine Maus nicht. Hört ihr mich? Aber muss man ja... So muss man ja auch nicht. Ich habe da ein Fadenkreuz. Also muss man meine Maus auch nicht sehen. Wobei doch, eigentlich schon, ne? Wenn ich so mache, muss man meine Maus schon sehen. Sieht man die echt nicht? Hier, meine Maus, seht ihr die? Easy Class, kommen jetzt mehr Streams? Boah, weiß ich nicht, aber 80er Bruder, das ist big, easy. Ich lese dich überall, no joke, ey. Das ist also Best of's hochgeladen, habt ihr alle gesehen. Lukas Liebchen mit der Mitgliedschaft, dankeschön. Lukas Cola, ist das richtig? Mitgliedschaft, vielen, vielen Dank. Cornelia Flatt mit der Mitgliedschaft. Michael Reichling mit 20. Naja, Michael Donation-Verbot jetzt, ne? Aber vielen, vielen Dank. Ich komme nicht hinterher. Lukas mit 1 Euro. Kevin Große mit 1,50 €. Kami mit 5 Euro. Ah, das, man kann das liken. Ich sehe das, aber man kann nicht jede Spende. Doch. Was machst du jetzt, wenn Easy Freunde verlässt? Also ich. Alter, Freunde. Also ich finde es schon schade natürlich. Ist ja klar wie Kloßbrühe, aber ich habe ja zu tun mit Mr. Omega und so, ihr wisst ja Bescheid. Die Brawl Pros mit der Mitgliedschaft, Max Felix mit 1 Euro, Kevin Groß mit weiteren 10 Euro.
Pass auf, ich habe eine fette Butze. Ja, was hat das jetzt damit zu tun, ey? Burger-Pommes-Song? Soll ich mal Burger-Pommes-Song fetzen? Klar, natürlich, gebe ich euch doch. Burger-Pommes auf die Eins, Digga. So, hier. Von Lukas Grimax. Zack. Upp. Aber passt es von der Lautstärke her, oder? Nee, ist schon big laut, oder? Also. Muss man ein bisschen aufpassen. Hört man das jetzt? Ja. Das hört man schon, oder? Das passt schon. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich irgendwann hier einen Song reinschaffelt, der Copyright ist und mir dann live der Kanal weggefetzt wird, Leute. Das wollte ich nicht. Also, wir gucken mal. Ich habe hier ein... warte mal. Erstmal wollte ich das mit dem Mauszeiger noch beheben. Man sieht doch meinen Mauszeiger. Bist du doof? Wieso schreibst du sowas? Michael, 5... Na, dieses doppelte Donation-Verbot. 50 Euro. Michael, das ziehst du mal lieber zurück, Mann. Das ist viel zu viel. Mach einen Rückzieher, sage ich, wie Messi. Aber trotzdem danke natürlich. Also, das ist sehr lieb, aber... dann haben wir Feli, glaube ich, oder mit der Mitgliedschaft und Carlos mit der Mitgliedschaft. Feli hat eine ganz wilde Schriftart, schwer zu lesen. So, also ich habe hier ein Liebesgeständnis von Ryan Cole. Ihr erinnert euch, wir haben ja die, und da fällt mir ein, ich weiß das Passwort nicht mehr. Ah doch, 0815, genau. Oh, ich habe mich erinnert, ich bin so Macher. Ja, das sind ja die Sachen, die wir Ryan aus dem Bunker geklaut haben. Und ich habe jetzt vielleicht in Bezug darauf ein Buch bekommen, Liebesgeständnis. Ben, von 1 bis 10 bist du eine 10. Nein, Spaß, du bist eine 12. Gehst du auf die Gamescom? Vielleicht trinken wir dort ein bisschen Kölsch. Ich bin verrückt nach dir und brauche einen Doktor. So etwas habe ich noch nie geführt, das kam noch nie vor. Also frage ich dich an diesem wundervollen Abend, möchtest du mal... Ja, na, vielleicht... Was geht denn mit Ryan ab? Also da müssen wir mal mit Ryan reden. Also, was mit Ryan denn los? Oder hat Ryan das nur weitergeleitet? Aber Kölsch klingt schon nach Ryan, oder? Also wir haben ja, glaube ich, nicht so viele Biertrinker hier bei Freunde, weil ich auch nicht so der krasse Biertrinker bin. Eigentlich gar nicht sogar, aber... Ja, so okay, Leute. Also von wem ist das? Wisst ihr das? Ist es von Ryan oder Ryan ist weitergeleitet? Also, das ist ja... Danke, Leo, für deine Donation. Danke, Thaler, für deine Donation. Danke, Klemi Fürsten, für deine Donation. Und Admira, 73 Likes hast du bekommen auf die Spende, Junge. Shania, dankeschön. Und Lukas Cola auch nochmal 1 Euro. Alter, ihr seid komplett... Es tut mir sehr, sehr leid, falls ich jemand nicht vorlese. Es ist sehr, sehr viel. Nein, Ryan gehört zu Benjamina. Wer ist der Benjamina jetzt schon wieder? So, okay. Wir machen jetzt Candy kurz als Musik an. Candy Künstler, Abfahrt. So, Candy dann. Warte mal, hier ist 50 Cent drin. Warte mal, warte, vorsichtig. Wartet. Also 50... Sandy, 50 Sandy habe ich gesagt, 50 Candy, das war eine Mischung aus 50 Cent und Candy. 50 Cent können wir natürlich nicht gebrauchen, Alter, Junge. Ja, das ist Candy PHP, genau. Kurz durchscrollen, okay, da ist kein 50 Cent drin, können anmachen. So. Okay, wir legen los. Passt die Lautstärke so, Leute? Musik lauter, dann ist es mir zu laut, muss ich ehrlich sagen. Habt ihr irgendwelche Informationen zu dem Liebesbuch? Lauter? Na, warte mal. Mucki, nimm mal dein Bein von der Tastatur. Bist du doof, ich stream hier. Wir können das versuchen. Wartet, wenn ich das jetzt runterdrehe. Ja, okay, lass mich kochen. Ja, okay, ich koche, wartet. So. Ich mache einfach bei mir den Sound leise und dann kann ich... So, hab lauter gemacht. Das ist schon fett laut jetzt. Also da könnt ihr euch wirklich nicht beschweren. Ich würde sogar sagen, ein bisschen zu laut. So. Also. LLN mit einem Euro. Michael wieder mit 10 Euro. Michael! Vom R kriegt keine Likes. Wonach wird das bemessen? Wer liked? Ach, weil er ein Emote reingemacht hat, kann man es, glaube ich, nicht liken. Ist meine Vermutung. Leon mit einem Euro.
Xego mit 6 Euro, Katie mit 1 Euro. Ja, genau. Zu laut. Ja. So. Ich hoffe, ich verstehe jetzt gleich Logo. Wieso mache ich irgendwelche Screenshots hier aus Versehen? Ich hoffe, ich verstehe jetzt gleich Logo. Ich habe den Sound jetzt ziemlich leise bei mir. So, also, Mission Nummer 1 der heutigen Folge. Wir wollen unsere Kisten hier mal sortieren, weil, Alter, das ist wirklich die Wand der Schande. Da kannst du ja wirklich, das ist eine Katastrophe. So, das heißt, wir wollen jetzt erstmal die Kisten hier hin tun und hier hin tun. Bupp. Und hier hin tun. Bupp. Zack. So. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall hier mal sortieren. Wir machen Doppelkisten, das ist klar, ne? So. Ich würde sagen, hier unten kommen Sachen, die man oft braucht. Das heißt, hier wäre auf jeden Fall mal Holz eine kluge Idee. Warte mal, haben wir hier irgendwo Holz drin? Nö. Ah, das ist ja eine komplette Holzkiste. Warte mal, dann können wir das auf jeden Fall anders machen, den Move. Dann bauen wir das kurz ab. Machen hier das Ganze. Ah, da passt gar kein Holz rein. Okay, weil es schon voll ist. Dann machen wir hier die Kiste. Dann haben wir hier direkt schon Holz. So, jetzt müssen wir aber alle Nicht-Holzblöcke mal kurz rausfischen. Das sind nämlich ein paar. Und wieder andere Holzblöcke rein. Das ist kein Holz, das ist kein Holz, das. Okay, und das tun wir jetzt irgendwie erstmal in die Kiste hier rein. Oh Mann, ich brauche so Spare-Kisten. Also so Kisten, wo ich irgendwie, wartet mal. So, wo ich irgendwie hier kurz Sachen zwischenparken kann. So, die brauchen wir nämlich alle nicht. Das ist alles kein Holz. Das ist Holz. Das ist zwar Holz, aber also einen Knopf brauchen wir jetzt nun. Wieso regnet es denn an einem schönen Sonntag? Was ist hier denn los? Mann, ey. So, zack. So. Okay, weiter. Kein Holz, kein Holz, kein Holz, kein Holz. Keins, 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 keins. Keins. Und der Rest, nee, hier auch nicht. So, der Rest ist Holz. Okay. So, das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir die Kisten auch alle voll, ey. Warte, Köln. Zum Liebesgeständnis. Ich muss mal Logo fangen, ob der was zu dem Liebesgeständnis weiß. Also, Logo schläft. Okay, warte mal. Schlafe ich auch kurz. Geht schneller. Lava-Motze mit 2 Euro. Hallöchen. Ja, an den Gaming-Ente mit 1 Euro. Tale mit 2 Euro. Tale nochmal 2 Euro. Also, an den TMT, das machen wir natürlich heute. Ist ja klar, ne? Also, wir werden beginnen. Ich werde es jetzt halt nicht schaffen, 20.000 TNT zu farmen. Aber werde auf jeden Fall damit starten. Ich muss kurz fangen. Logo. Ja. Da mal, also kann ich dir mal was zeigen kurz? Ja, ich glaube, ich habe gerade Flo's Rekord gebrochen. Einfach so, ich bin angekommen, habe den Jump Run gemacht. Ich muss gerade nochmal die Zeit nachgucken. Ich glaube, ich habe ihn gerade instant übertroffen. Also wenn du den gebrochen hast, dann kriegt Flo einen kompletten Mental Breakdown. Also dann setzt er sich. Ich habe einmal dieses Boot, weißt du noch, dieses Bootrennen mit Flo gemacht. Am Anfang war das noch chillig. Ja. Ich habe dreimal gemacht, gebrochen. Er hat dreimal gemacht, gebrochen. Irgendwann bin ich dann aber online gekommen. Da meinte er, hallo, ich habe 6 Stunden den Eisparcours gemacht. Ich habe jetzt den internationalen Weltrekord. Nein. Ja, hier, ich würde dir gerne dieses Buch zeigen. Weißt du dazu irgendwas? Liebesgeständnis? Nö. Wieso? Von wem ist das? Ja, von Ryan. Also zumindest ist es signiert von Ryan. Soll ich das wirklich lesen? Ist das nicht für dich privat? Ja, kannst du lesen. Boah, das ist ein Banger. Also du weißt dazu nichts, vermute ich mal. Nee. Schade. Hätte ja auch sein können. Ja, ich sortiere gerade meine Kisten jetzt hier mal endlich. Das ist doch schön, die Wand der Schande. Ich muss bei mir auch mal die Kisten wegräumen. Das wollte ich jetzt auch ein bisschen machen, ein bisschen Ordnung schaffen. Aber erstmal muss ich jetzt die Zeit. Ich gebe dir gleich mal Bescheid. Ich muss das kurz checken, wirklich, wenn ich den jetzt gebrochen habe. Da bin ich aus dem Häuschen. Ja, der ist irgendwie 1 Minute 21 oder so. Das kannst du aus dem Kopf sagen. Ja, steht ja in seinem Haus. Steht ja in seinem Haus. Ich muss gerade mal hier den. Ich schau gerade. Ich sag, der kommt jetzt on. Aber wo habe ich denn angefangen? So. Aber ohne Fail den Parcours, das ist schon schwer. Ich bin wirklich komplett durch. Einmal komplett durchgeraced. Auch mit diesen Doppelwandsprüngen da? Ja, genau. Ohne Fehler. Ohne zu pausieren, richtig. Ich bin einfach durch. So. Es ging los. Ich
Meinung zu TikTok-Fanpages zu mir. Finde ich cool. Ist geil. Kann man gerne machen, habe ich absolut nichts gegen. Das gucke ich mir gerne an. 37 habe ich angefangen und ich habe ihn gefinisht. Sieht nicht gut aus bei. Mucki wollte sich gerade auf die Tastatur legen, da musste ich die Geheimwaffe auspacken, Alter. Den Wassersprüher. Bin oben angekommen bei 5,58. Könnte Rekord sein, ja. Eine Minute ein und. Ich denke, das ist exakt sein Rekordlogo. Eine Minute 21 ist die, glaube ich, exakt seine Zeit. Er hat das aufgeschrieben in seinem Haus, außer er hat den Pokal jetzt verlagert. Hat er immer, wenn ich Richtung Flo's Haus gehe, laggt man Minecraft, ey. Er war hier die ganzen Bilder reinladen hier. Ah, nee, 1,24, siehst du? Wie viel hatte ich? 1,21. Oh mein Gott. Hast du dicke sogar? Oh mein Gott. Alter, guck mal, er hat sogar die Millisekunden dahin geschrieben. Ja, weil er das per Dings getrackt hat. Ich könnte theoretisch es aus dem Livestream runterladen und auch die Millisekunden ermitteln. Warum ist hier ein Bild, wo Flo Steuern hinterzieht? Ist Flo etwa ein Steuerhinterzieher? Oh mein Gott. Digga. Er kommt jetzt in dem Moment online. Ich schreibe ihm das jetzt. Wenn du ihm jetzt schreibst, kommt er jetzt on, sage ich. Ist, glaube ich, nicht mal bei Discord online. Der schläft noch. Der spürt das. Digga, der geht einfach. Weißt du, das ist wie wenn so jemanden, den du liebst, wenn was Tadeus wenn. Wenn Tadeus so aufwacht, so ein Ding ist das, so aufgerissene Augen. Digga, was, jemand hat den Rekord gebrochen. Dann macht er erstmal 8 Stunden nichts anderes, um noch 4 Sekunden rauszuschwitzen. Ja, wie lange hat er denn gesessen für den Rekord, ist die Frage. Also, wir haben 1,5 Stunden diesen Jump'n'Run gemacht. Und der hat schon, würde ich sagen, davon haben wir eine Dreiviertelstunde parkourt. Na gut. Bis später. So, ich sag, Flo kommt jetzt auch noch das Heft. So, hier kommen jetzt Steine hin, würde ich sagen. Haben wir denn schon eine Kiste, wo so ein bisschen Steine drin sind? Dann können wir das ein bisschen durch diese Kisten. Es ist doch nicht zu glauben. Kiste, ich brauche hier eine Kiste. Nö. Hier. Ja. Wir können ja so machen auch, oder? Das ist Stein. Das ist ja auch Stein, oder? Obsidian ist auch Stein, sieht auch als Stein. Das ist Holz, das kommt hier unten hin. So. Dann müssen wir. Wartet mal, ich muss ein bisschen gucken hier. Das ist Stein. Das ist Stein. Kies machen wir eine extra Sand- und Kieskiste, würde ich vorschlagen, oder? Das heißt, wir müssen jetzt. Na, das wird jetzt ein bisschen nervig, aber hilft ja nichts. Wir brauchen hier erst die Kiste. So. Und jetzt packen wir hier alles an Stein rein. So. Und das muss alles an. Ist Amethyststein, würdet ihr sagen, Leute? Amethyst kann man schon auch zu Stein zählen irgendwie, oder? So in einer. Ja, wobei. Ich lasse sie erstmal drin, passt schon. So, jetzt haben wir wieder ein randvolles Inventar mit massenhaft viel Quatsch hier, ey. Okay, alle schreiben ja, also packen wir es zu Stein. So. Es gibt halt, ich habe schon mal ein bisschen recherchiert wegen des TNTs übrigens. Ich kann es jetzt gleich mal zeigen. Das sind Kisten, die kommen hier hin. Es gibt. Hier ist Holz noch, wartet. Hab ich da gesehen. So. Danke Janik für 2 Euro, danke Connor für 2 Euro, danke Jona für 9 Euro, danke Michael für einen weiteren Euro, meine lieben Freunde. So, passt mal auf, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schwarzpulver zu bekommen. Also, wir können das craften mit Schwefel und Schwefel kriegen wir aus einer Alex Cave und zwar aus der toxischen Alex Cave. Könnte man anvisieren heute, definitiv. Man kann diese diese Popelpflanzen kann man schneiden. Auch nicht schlecht. Das sind die aus dem Nether. Das sind die explodieren. Ich weiß nicht, wie man die genau bekommt. Müssen wir gucken, müssen wir schauen. Man kann, welche Kisten finden, ist klar. Man kann Creeper töten, ist klar. Man kann diesen Gas töten, ist auch klar. Man kann diesen Omega-Creeper killen. Aber der gibt auch nur 0 bis 2. Also der gibt auch nur genauso viel wie ein Creeper. Also es bringt nichts.
Oder Hexen, aber ist auch uninteressant eigentlich. Man kann, und man kann traden, aber halt nur mit einem fahrenden Händler. Das ist Quatsch, glaube ich. Wir könnten heute mal, also wir werden auf jeden Fall eine Creeper-Farm brauchen. Wir werden vielleicht so eine Propel-Plant-Farm brauchen. Das kann ich mir ganz OP vorstellen. Also das können wir uns mal anschauen. Wir brauchen 100.000 Schwarzpulver. Das ist auf jeden Fall ein Langzeitprojekt. Also, wir brauchen auf jeden Fall Creeper-Farm. Wir müssen uns ein bisschen mit dem Schwefel hier beschäftigen. Und wir müssen schauen, ob wir diese Pflanzen hier irgendwie automatisieren können. Vielleicht mit Pistons oder so. Und dann, das wäre auch geil. Das wäre auch strong auf jeden Fall. Wäre sogar noch stronger als eine Creeper-Farm, glaube ich. Müssen wir angucken. Was war das für ein letztes Messer? Purpur, Dragon Egg. Aber da war so ein ganz krasses. Hier, Dragon Tooth. Was ist denn für ein Messer, Alter? Gibt's das? Drachenzahnmesser, yo. Oh, wie mache ich das? Aus einer geplatzten Chorusfoot und einem Drachenzahn? Da muss ich ein Ende dran besiegen oder was? Florian mit der Mitgliedschaft, vielen, vielen Dank. Connor mit 2 Euro, Jona mit 1 Euro, Yannick mit 2 Euro. Lieben Dank, meine Freunde. Macht doch statt 23. Na, wir haben ja schon gesagt, dass wir irgendwie mal gucken. Ne? Wann wird das Ende eröffnet? Bald. Sand muss ich auch noch farmen. Ja, also einfach mal. Wir können mal gucken, ob man irgendwie Sand bekommen kann. Das ist auch ein guter Call. Geschnittener Sand. Okay, kann man in Kisten finden. Ah, wird gedroppt. Oh, das ist interessant. Wird gedroppt vom Gaster. Das ist so ein. Auch wenn ihr Spawnbiom jedes steht, aber ich glaube, der spawnt nur in der Wüste. Drop bis 3 Sand. Ich glaube, kann man die vermehren? Kann mal jemand in das Alex Mobs Wiki gehen und für mich kurz mal recherchieren, ob man den Gaster breeden kann? Also vermehren kann mit irgendwie. Was essen die, Alter? Sandstein? Keine Ahnung. Warum so viele Dias? Ich glaube, die hat Evo mir. Also diesen größten Satz von Evo geschenkt, muss ich ehrlich gestehen. So, okay. Jetzt haben wir hier. Ich mache erstmal nur eine grobe Sortierung. Die feine Sortierung machen wir heute nicht. Alter. Das ist mir jetzt zu viel. Wir müssen auf jeden Fall uns auch noch um verschiedenste andere Sachen kümmern, Alter. Wir müssen eigentlich auch Ryan irgendwie antworten. Das können wir eigentlich auch mal direkt machen. So, also jetzt haben wir hier Holz, hier haben wir Stein. Ich würde sagen, jetzt machen wir die Alex Cave. Genau, dann haben wir 4 Einzelkisten nebeneinander. Das sind die Alex Caves. Das heißt, wir beginnen hier mit der. Hier habe ich sogar Schwefel. Ha, praktisch. Das sind hier die Alex Caves, würde ich sagen. Ne? Das gibt es ja 4 Stück. Das heißt, wir. Das passt hier schon. Das habe ich schon mal sortiert. Aber Diorit gehört hier nicht dazu. Das gehört auch nicht dazu. Das auch nicht. 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 Und das auch nicht. Und das auch nicht. So. Das ist die toxische. Ne? Das hier ist die Dinosaurier. Alter, ich habe wirklich, es ist ja ein Platzmangel, es ist unfassbar. Adrian, boah, das ist ein geiler Name. Adrian Nafer de Brito. Das ist sehr falsch ausgesprochen, glaube ich, aber geiler Name. Danke für deine Mitgliedschaft. Lara mit 1,19 Euro, HLS mit 2,50 und Florian mit der Mitgliedschaft. Hallo. Es tut mir sehr, sehr leid, falls ihr gesubbt habt, also mäßig so Mitglied und ich habe es nicht vorgelesen. Das ist natürlich nicht mit Absicht, aber hier ist passiert viel, Leute, es passiert viel. So, wir brauchen eine Mob-Loot-Kiste. Warte, habe ich hier noch irgendwie Kisten? Wir haben eigentlich die Regel, dass man keine Rahmen benutzen darf, aber ich überlege, ob ich einfach auf illegaler Basis hier ein paar Rahmen platziere. Weil, Alter, diese Kisten, also, findet doch sich kein Mensch zurecht, ey. So, hier brauchen wir alles aus der Dino. Das ist alles Dino-mäßig, glaube ich. Hast du mich gerade angegriffen? Hallo? Da steht doch jemand, der Verzauberungstisch ist an. Ich bin euch doof. Hallo? Hä? Er hat mich auf jeden Fall nicht angegriffen. Mugi, hast du was gesehen? Hä? Ist lustig, dass es, weil da ist der echte und 2 Zentimeter drunter, bin ich doof, da ist der Minecraft-Mugi und 2 Zentimeter drunter liegt der echte Mugi. Das ist nämlich das Ding an der Sache.
keine Ahnung, das war Lava-Mods, der Mitglied schafft und, genau. Logo steht da. Ach, der ist wieder so ein scheiß Dreieck, ne? Logo, bist du wieder so ein scheiß Dreieck? Der hat irgendeinen neuen illegalen Morph. Steht hier safe rum, so das ist der Tisch ja. Hä, checkt ihr das? Der hat den Schal, ja, irgendwas hat der, Alter. Da ist er! Ha! Warum trägt er auch nie Rüstung? Der ist immer One-Shot, Junge. Mann, man hat den Schal gesehen. Hab ich gesehen, du Assi, Alter. Mann, warum hast du den Schal resettet? So ein Mist. Och Mann, ich wollte unbedingt noch rauskommen. Aber ich war schon schlau mit dem Verzauberungstisch, ne? Ja, Alter, Junge, das hat mich übel überrascht. Ja, ich hab das gar nicht auf dem Schirm. Hab ich gut kombiniert, ey. Dein Haus einfach von Geistern heimgesucht. Junge. Kann ich dir was klauen? Nee, schade. Hä? Nee, ich hab alles. Hier, ich schenk dir, das alles. Hier. Ich hab deine Träne schon. Okay, dann stack ich die jetzt in meinem Rucksack. Jetzt habe ich zwei. Zum Ende des Projekts will ich ein Stack Logos drehen haben. Was? So viel weine ich gar nicht. Ja, wäre aber doch Zeit. Nee. So, Dino-Höhle. Dann haben wir hier ein bisschen Holz da rausgefischt und ein bisschen Stein da. Warte mal, das ist aber gemoddeter. Ne, ist glaube ich kein gemoddeter. Hier ist auch Stein. So. Hier ist jetzt. Ja, das ist Tetra. Das sind Tetra-Mods. Kann ich eigentlich nicht gebrauchen, Leute. Hab ich irgendwo noch eine relativ. Wir nehmen die hier. Da sind eben ein paar Fischsachen drin. Hier kommt jetzt die Unterwasserinsel. Da kommt das rein. Was ist das hier? Okay, da kommt das rein, das rein. Ja, da habe ich gar nicht so viele Items, ne? Mangelspores hier. So habe ich jetzt hier irgendwo. Hier kommt noch ein bisschen Platz. Da können wir uns das reintun. Hier, zack, zack. Hier und hier. Ne, das kommt auch nicht rein. So. Das ist die Unterwasserhöhle. Habe ich tatsächlich relativ wenig Loot, muss man fairerweise sagen, irgendwie. Und dann kommt hier die Höllen. Genau, die Hölle. Hm. Aber hier ist aktuell noch Tetra. Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen steigen. Mann, ich brauche mehr Spare-Kisten. Habe ich hier noch irgendwie. Kann denn das sein, dass ich keine Kisten habe? Hatte ich nicht gerade Kisten? Muss, glaube ich, irgendwo Kisten reingetan haben. Hier ist noch ein Holzblock. Hier ist auch noch Steinblöcke drin. Also es wird ein bisschen dauern, das Projekt, Leute. Evil Dragon mit 2 Euro. Man kann ihn nicht vermehren, steht im Forum. Ah, schade. Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Wäre aber OP gewesen. Yannick mit der Mitgliedschaft. Lava Monster mit der Mitgliedschaft. Genau. Und Arschaffe mit dem Euro. Was ist denn Arschaffe? Schade, schade. WhatsApp-Gruppe. Ja, ich muss WhatsApp-Gruppe schreiben. Wie viele Zuschauer sind wir denn, Leute? Gerade. In deinem Inventar sind zwei. Ah ja, oh ja, richtig. Ey, manchmal sieht man den Wald voll oder Bäume nicht, ne? Warte mal, da machen wir folgende Move. Lass mir die nochmal hier abbauen. So. Ich poste gleich in die WhatsApp-Gruppe. So, jetzt müssen wir die. Machen wir dahin. Das machen wir dahin. So, und jetzt kommt, hier ist die Hölle. 7500. Alright. So. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal Holz, hier haben wir Steine, hier haben wir Holz. So, das heißt, wir suchen hier das rein und das rein und hier haben wir Stein. So, Leute, passt die Musik so oder ist zu laut? Übrigens, wenn ihr mit chatten wollt, also mit im Stream-Chat schreiben möchtet, dann müsst ihr einfach nur kostenlos abonnieren. Einfach nur den Kanal kostenlos abonnieren, dann könnt ihr mitschreiben, easy. Dein Obsidian ist im Glatzen-Shop. Okay, ich check das mal kurz, mein Obsidian-Ofen. Lava-Monster hat einen Sub verschenkt, vielen, vielen Dank. Passt? Okay, super. Okay, nee. Nee.
Hä? Ist hier so ein Flowerhead drin? Hat jemand was im Shop gekauft? Nee. Hä? Der muss ja hier sein eigentlich, oder? Nee. Nee. Kein Obsidian-Ofen. Tut mir leid. Ja, ich kann ihn ja eigentlich auch nochmal upgraden. Ich meine, ich hab ja eh jetzt einen unendlichen Ofen. Brauche eh keinen zwei Öfen, der birnt so schnell. Also ist jetzt auch kein Weltuntergang. So. Okay. Hölle, genau. Das müssen wir alles aus der Hölle. Wir müssen alles aus den Alex Kill. Ah, hier haben wir was aus der Hölle. Hier haben wir was. Ach, Magnet gibt's hier. Es gibt ja fünf Dinger. Oh. Da machen wir die fünfte. Irgendwo noch Platz. Das ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. So. Tu hier alles rein, was ich brauche. So. Easy. Dann machen wir hier das. Und. Nee, Quatsch. Hier ist das. Und hier ist Magnet. So, es gibt ja fünf Höhlen, Alter. Genau, ich hab's vergessen. So. JTB mit der Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. In deinem Bunker steht der Ofen. Oh, ich weiß nicht, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber können wir später mal gucken. Das ist Magnet. Was war's? Das ist Magnet. Das ist eine wilde Kiste auch. Das ist Magnet. Das werden wir eh auch später brauchen für den... Ah, das ist ja eh schon eine volle Magnetkiste. Okay. Das heißt, wir können die hier abbauen. Und dann die dahin stellen. Easy gelöst, das Problem. Problem ist, ich habe zu viel für eine Macken. Dann nehmen wir Galena weg. Brauche ich kein Mensch. Galena Mauern brauchen wir auch nicht. Und was brauchen wir denn noch nicht? Hier, Galena. Galenas Schnurzpiep. So, jetzt haben wir hier eine randvolle Kiste mit Magnet. Hier haben wir Hölle, genau. Mir geht's super. Xing Shang Shong. Das ist ein Name, ey. Mensch. Hast du irgendwann ein automatisches Lagersystem? Nee. Und sich doch gar nicht. So, hier haben wir die. Ah, hier haben wir alles aus der Hölle. Seht ihr? So. Und das war's, ne? Das heißt, das kommt jetzt alles hier rein. So, und das auch. Perfekt. Dann haben wir, hier ist auf jeden Fall Holz. Es lichtet sich, meine Freunde, es lichtet sich. Hier haben wir auch Holz. Bup, bup. Was haben wir hier? Wir können ja schon mal die leeren Kisten abbauen. So. Kartoffeln kann ich essen, easy. Okay, hier ist auch eine Menge Holzkram drin. Das ist Seeglassplitter, das ist aus der Unterwasserhöhle. So, und hier ist Holz. Wir kommen voran, Freunde, wir kommen voran. Wir brauchen eine Erzkiste, würde ich sagen. Was wir hier noch reinmachen, weiß ich nicht. Wir machen auf jeden Fall keine Verzauberungsbücher rein. Hier machen wir, würde ich vorschlagen, Erze hin. Oder, nee, wir machen besondere Tools hin, weil das bietet sich an, weil wir haben davon schon relativ viel hier drin. Das heißt, wir brauchen Kolben, hier diese ganzen Gegenstände, diese ganzen Teile hier, das. Dann Galena Säule, muss eigentlich hier hin, aber passt gar nicht mehr in die Kiste rein. Hier ein Werfer, diese ganzen Security-Teil-Dinger, diese ganzen Add-ons, ein Kessel, Unsichtbarblöcke, Projektor. So. Das sind so mäßig Special-Blöcke. Blöcke mit Funktion, könnte man sagen, ne? So. Was könnte man noch als Einzelkiste nehmen? Also mäßig so, irgendwie eine Kiste, wo man nicht so viel hat von. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin auch Magnet. Zack. 59 Euro von Ämchen! Das ist zu viel! Benson, kannst du mal auf Edit von dir und der Crew, Elina, Easy, Gambo, Fabio, ich kann es nicht richtig lesen, ich muss kurz reagieren. Heißt du Ämchen auf TikTok dann einfach?
Also kann ich jetzt im Stream, glaube ich, nicht. Aber ich kann es mir im Video auf jeden Fall mal anschauen. Ehrlich, 60 Euro, also boah, das ist so viel. Sehr, sehr großzügig. Vielen, vielen lieben Dank, ey. Puh. Also Dankeschön. Sehr, sehr großzügig, Leute. 200 Likes hat sie kassiert dafür. Alter, Dankeschön. Chaos Nico auch mit 2 Euro und Yannick mit 1 Euro. Ich stream noch ein bisschen, keine Sorge. Doppelkiste für Magnet. Ja, stimmt, das bietet sich. Ja, aber eigentlich brauche ich eigentlich nicht, oder? Weil die ist schon sehr randvoll. Also es macht wahrscheinlich schon Sinn irgendwo, ne? Ich habe ja schon, muss ja schon Sachen wegschmeißen. Also hast du wahrscheinlich recht damit. Problem ist, ich finde jetzt hier keine. Hier habe ich Kisten. Okay. Das heißt immer Doppelkiste Magnet. So. Wir alles mal nach oben füllen, damit das nicht so kacke aussieht. So. Wir müssen eh noch Magnet fahren, weil wir werden diese Magnet-Quarries im großen Stil benutzen, um Sand abzubauen, denke ich. So, okay. Dann haben wir hier diese Toolkiste, genau. Ja, da kann eigentlich das ja auch rein, oder? Habe ich hier irgendwelche Tools? Nee. 50 Euro von Martina, was ist denn heute los, ey? Also ihr rasiert ja heute komplett ab. Also vielen, vielen lieben Dank, ey. Das ist ja sehr korrekt von euch. Ey, Alter. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Martina, Mensch. Nochmal 10 Euro von Benjamin Zinner. Also, heute ist, also, was ich sagen soll, ey. Ist zu extrem. Warte, wie hab ich das? So. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich mache eine Dings hier für besondere Blöcke. Das sind ja alles Blöcke. Und ich mache eine Doppelkiste für besondere Items. Versteht ihr? Dann haben wir halt, dann ist das so ein bisschen. Weil es gibt auch eine Menge Items, habe ich gerade gesehen. So, das heißt, wir brauchen hier noch irgendwie eine Kiste. So. Nochmal 10 Euro von Yannick. Leute, was ist denn los mit euch heute? Und nochmal. Na nee, das habe ich schon vorgelesen. Und Supercell 250, das echte Supercell, korrekt. So, ja, hier kommen zum Beispiel das hier. Und das sind ja Items, ne? Das sind besondere Items. Nochmal 24 Euro von Ämchen. Einfach Ämchen eingeben. Ah, Ämchen, nein, aber jetzt Donation-Verbot. Und vielleicht auch Rückzieherempfehlung, sag ich dir ehrlich. Aber es gibt noch andere Fanpages. Ja, ja, ich weiß doch, klar, sehe ich doch. Ich folge sogar zwei. Der eine. Welche Page war das? Habt ihr das TikTok gesehen? Wer von euch guckt den Podcast, Leute? Von uns. Wie heißt der Podcast? Die drei Rabauken, glaube ich, ne? Ah ja, WhatsApp-Gruppe, genau. Schreiben wir mal kurz rein. Ja, da brauche ich aber einen Direktlink, am besten wir da direkt draufdrücken können. Gib mir eine Sekunde. Genau. Und es gab eine Fanpage, die hat zwei TikToks dazu gemacht. Das war so mit, wie geht denn dieser Trend nochmal mit, ich spreche so die Sprache und dann hat sie so Begriffe von uns, das Spiel Amazon und Paketboote und sahen so Insider aus dem Podcast. Wie ist denn das mit dieser Sprachetrend, wie funktioniert denn das nochmal? Kein Bier, ich trinke doch kein Bier, ich trinke Spezi. Heißt denn das nochmal? Wisst ihr, was ich meine? You communicate in. Nö. I communicate in. Bam, 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 bam. Irgendwie so. Wisst ihr, was ich meine? So, warte, ich muss jetzt hier mal kurz den Livestream teilen. So, jetzt kriege ich selbst Werbung. teilen. Ihr könnt alle mal ein Like da lassen, Leute. 3300 Likes nur. Da geht mehr, sage ich. So, jetzt wollen wir in die Gruppe. Freunde, ich bin live. Schaltet gern ein. Würde mich sehr freuen. Doppelpunkt. Einsetzen. So. Wir könnten aber auch Elinas Songs auf Dauerschleife hören. Das wäre doch auch cool, oder? Wir machen Elinas Songs. Genug Candy gehört. Kuss. Awesome Elina. So. Künstlerin. So.
Wie kann ich jetzt aber machen, dass ich nur Songs von ihr höre? Einfach so jetzt hier? So. Oder? So. Es ist ja alles kaputt, glaube ich, bei mir. So. Okay. Wir pennen kurz. Danke, Levin, für 12 Euro. Krank. Ähmchen auch nochmal mit 12 Euro. 145 Likes. Junge, Junge, die kriegt mehr Likes als der Livestream gefühlt. So, okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten jetzt hier die Special Items machen. Das ist auf jeden Fall ein Special Item, kannst du haben. Kolben ist ein Special Block. Galena kommt hier rein. Wir waren auf jeden Fall eine Mob-Loot-Kiste auch. Safe. Special Block war hier, ne? So. Ich würde sagen, hier ist. Ja, da machen wir hier Mob-Loot, würde ich vorschlagen. Also bauen die beiden mal ab. Platzieren die Kisten. Das müssen wir irgendwie den Kram hier kriegen. Das ist schon mal Holz. Habe ich irgendwo eine leere Kiste, wo ich Platz habe? Nein, absolutely alles voll. Ich bin gebrochen. Aber ich kann ja Mob-Loot dafür rausnehmen. Hier ist ja ein bisschen Mob-Loot auch drin. Hier ist dick Mob-Loot. Ich glaube, das ist eh eine Mob-Loot-Kiste. Wartet mal. Wir bauen die hier ab. Bob. Übrigens, weil es einer von geschrieben hat, dass ich auf mein Tool aufpassen soll. Weil das fast kaputt ist hier. Das kann nicht kaputt gehen. Wenn das kaputt ist, dann knackt das nur so und dann kannst du es reparieren. Also es kann nicht wie ein normales Minecraft-Tool kaputt gehen. Wo ist meine Kiste? Ich muss eine Kiste aufgesammelt haben, wenn ich. Ah, hier. Zack. Haben wir hier noch eine Kiste hin. So. Ey. So. Das ist Mob-Loot. Das ist Mob-Loot. Das ist Mob-Loot. Jetzt nehmen wir diese ganze Kiste. Die ist nämlich auch komplett Mob-Loot. Und connecten die mit der. So. Jetzt haben wir eine ganz schöne Menge. Das ist eine Mine, so wie bei geil Mob-Loot. So wie steht man fest. Aber der Rest müsste eigentlich Mob-Loot sein. Ja. Jetzt können wir noch das hier dazu packen. Das hier und das hier. Das hier, das hier. Gamerin ist wieder da mit dem Euro. Danke, danke, danke. Tyler mit 2 Euro. Habe Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Und Niklas mit 6 Euro. Vielen lieben Dank. Und Christian auch nochmal mit 5 Euro. Bester Minecraft-Freunde-YouTuber. Gruß mal lieber. Aber Freunde wissen sehr selektiv hier, ne? Mir hat es nicht gereicht. So. Okay. Wir haben die Hälfte sortiert. Ich würde sagen, wir machen mal eine Kistenpause, weil ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr drauf. Aber ich habe noch einen Mob-Loot. Den müssen wir noch einsortieren. So. Habe ich hier, genau, hier mal Platz, kann ich erst reintun. So, das Tool wollen wir behalten. So. Ich habe jetzt nämlich noch ein paar verschiedene Sachen vor in der Vorbereitung für das TNT-Spektakel. Olli mit 12 Euro, meine erste Spende, wünsche einen schönen Sonntag. Olli, absolut nicht nötig, aber vielen lieben Dank. Ich glaube, das ist Spendenrekord heute. Ich habe jetzt keine Anzeige, ich kann nicht gucken, aber es fühlt sich rekordmäßig auf jeden Fall an. Toxische Höhle können wir rausnehmen. Ich habe hier keinen Platz. Es ist zum Verzweifeln. Merkt ihr es? Was ist die toxische Höhle hier? So. Hier nehmen wir Stein raus. Und das rein. Das ist auch Stein. Das rein. Pfeile kann man immer gebrauchen, würde ich mal sagen. Ich habe Pfeile im Rucksack, oder? Nee. Das ist Holz. Die Bücher halt, ne? Die Bücher nehmen mich auseinander. Das ist Stein. So, reicht jetzt. Gamerin mit dem verschenkten Sub, also verschenkte Mitgliedschaft, vielen lieben Dank. Christian mit der Mitgliedschaft, vielen lieben Dank natürlich. Und Nick mit dem Euro und Raxo mit 12 Euro. Kannst du bitte wieder Brawl Stars spielen? Also ich werde safe nochmal Brawl Stars spielen, aber heute im Stream jetzt halt nicht, ne? Aber ich werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen brawlen, ist doch klar. So, was habe ich vor? Genau. Wir haben einige Sachen vor. Ich überlege gerade, was wir als erstes machen. Ich würde sagen, zuerst gehen wir mal dieser Sache nach mit den, mit dieser Pflanze, wo man
Schwarzpulver rausbekommen kann, weil das ist... Leute, könnt ihr da... Ihr habt doch vorhin auch so gut recherchiert. Könnt ihr da nochmal... Das ist die Alex Cave Mod. Könnt ihr da mal recherchieren, was ist... Ah, nee, Nether Steelite. Okay, das ist... Okay, warte mal. Pro... Vielleicht kriege ich dazu ein paar Informationen. Hier. Ah ja, das ist das, was explodiert, ja. Kompostierbar. Nee, das ist ja Quatsch. Und das auf dem Schneidebrett und dann... Wir können Brawl Stars in Minecraft spielen, ja. Aber wir sind da nur zu zweit, also macht ja keinen Sinn. Scheiße, hat er das Portal jetzt. Ja, das ist eine eher speziellere Mod. Da werdet ihr gar nicht so leicht recherchieren können, vermute ich mal. Dein Obsidianofen ist im Labor. Ich habe zu Ostern 2 Bücher bei dir bekommen. Boah, viel Spaß beim Lesen, dann sage ich. Das ist ja geil. So, wir suchen mal so eine Pflanze. Die waren in diesem... die waren in diesem roten... Da waren die, oder? Aber die explodieren halt, wenn man sie abbaut, oder? Oder waren die hier überhaupt? Die Frage ist jetzt halt, wenn die natürlich brutal selten sind, dann... Also vielleicht wachsen die halt so mäßig, wisst ihr? Also jetzt so zum Farm machen die natürlich logischerweise keinen Sinn. Aber ich überlege halt, ob eine Farm damit halt Sinn machen könnte. Ich muss nur... Hier haben wir... Hier, genau. So sehen die aus. Ja. Nerv nicht. Wenn ich die jetzt abbaue, explodieren sie aber. Wenn ich den Block da runter abbaue, droppen sie auch nicht. Wie droppen die? Ah, bestimmt mit einem Messer. Oder? Warte mal. Ich brauche safe so eine... Ich brauche eine Machete vielleicht. Kann das sein? Craftet man die? 2 Eisenstick. Okay, wir müssen mal kurz zurück. Oder wisst ihr zufällig, wie man die... Schere? Schere. Okay. Ah, ich habe so oder so kein Eisen. Ich sag, das ist mit einem Messer, weil das ist aus einer Mod. Es wird mehr Sinn machen als jetzt mit einer Schere, aber wir können ja... Rechtsklick. Rechtsklick? Ja, aber safe mit Messer, oder? Mod ist Nether Steelite. Wo ist denn jetzt das Portal? Ah, da. Der Server wird abschmieren. Ja, ich glaube auch. Dein Buch ist geil, ne? Das freut mich. So, bin ich hier. Wir brauchen Eisen. Ja gut, eine Eisenkiste haben wir noch nicht. Das heißt, das wird jetzt wild. Warte, ich hatte aber Eisen hier irgendwo. Irgendwo weiß ich weiß ganz genau, dass wir irgendwo Eisen hatten. Die Frage ist, wo? Ah, hier. Ich sag, wir brauchen Holz. Ich glaube, Sticks habe ich hier sogar drin. Ja. Da gehen wieder Mitgliedschaften ab. Professor mit dem Upgrade. Pahi mit dem Euro rein. Dazu fahren mit Euro ein paar hier nochmal mit 2 Euro. Wie geht's dir? Mir geht's super, mein Freund. So, ich sag, wir brauchen ein Messer. So. Also eine Machete. Machete wird am meisten Sinn machen. Weil ich hatte doch mehr Eisen hier auch, oder? Ich hatte doch einen ganzen Stack Eisen. Das war doch nicht alles an Eisen, was ich hatte. Ich hatte übel viel Eisen. Ah, hier ist eine Steinkiste. Ah, hier ist Eisen. So, okay, wir nehmen einfach genug Eisen mit. Da können wir ja Schere und Messer und alles noch craften, wenn es notwendig ist. Ich bin wieder zum falschen Portal gelaufen. Was? Wir haben an der Schule Bücher vorstellen müssen und 5 Leute haben dein Buch mitgenommen. 5 Leute aus einer Klasse haben dein Buch vorgestellt. Das ist ja... Das ist ja die halbe Klasse, Digga. Das ist geil. So, Danny mit der Mitgliedschaft. Vielen Dank. So, wir probieren jetzt mal mit der Machete. Machen wir so ein Ding hier. Okay. Ja, nee, so kriege ich die Frucht. Nee. Aber die Frucht bringt mir ja nichts. Ich brauche, ich brauche das hier. Steht ihr? Ich brauche den Stamm. Wie kriege ich den Stamm? Silk Touch. Meint ihr? Wo? Weiß.
du, wie man diese Explosions Pflanzen im Nether abbauen kann? Ja, wahrscheinlich Silk Touch, ne? Nerv nicht, Kollege. Junge, der hat mich angespuckt. Messer. Nee, nur die Frucht. Ich brauche den Stamm. Also ich hab's ja mit einer Machete gemacht. Vielleicht brauche ich ja wirklich ein Messer. Nee, rechtsklick. Muss ich zweimal rechtsklicken? Warte, vielleicht muss ich ja zweimal rechtsklicken. Wo ist denn jetzt hier nochmal so ein Ding? Ah, hier. Ja, die sind so. Ah, hier. Nee, geht nicht. Oder ich brauche wirklich ein Messer. Sicher? Macht aber keinen Sinn, weil das Messer ist nicht aus der Mod. Okay, Messer craftet man so. Alter, chill doch! Was ist für ein Attentat gewesen? Messer, so. Nee. Ah, doch. Okay, mit Messer kann ich es abbauen. Sonst habe ich dieses... Ah, okay, nice. Okay, dann nehmen wir mal den Boden hier ein bisschen mit für die Farm. Achso, können wir gar nicht. Scheiße, brauche ich Silk Touch für. Kann ich das überhaupt platzieren jetzt? Wartet mal. Ja, okay, ich kann das platzieren. Und das sieht auch aus, als ob es wachsen würde, oder? Safe. Vielleicht sogar mit Knochenmehl. Okay. Ja, da könnte man vielleicht kochen. Wenn man das in einem großen Stil aufbaut. Master Galaxy mit 5 verschenkten Mitgliedschaften. Das kickt anders, Alter. Vielen lieben Dank. Rotschopf mit einem Euro. Wurstapparat mit einem Euro 50 Bilder da. Danny mit der Mitgliedschaft und ja. Bin der einzige Junge in meiner Klasse. Geht sowas? Aber da bist du bestimmt in einer Berufsausbildung oder so, oder? War jetzt in einer Normalo-Schule. Geht doch sowas gar nicht. Weil da kann ich ja bestimmt doch die hier abbauen. Die sind ja noch nicht gewachsen einfach. Ja. Koche hier nämlich. So. Okay. Kann ich die jetzt auch hier drauf platzieren? Ah, das geht auch. Okay. Na, wir müssen mal probieren, ob die in der Overworld wachsen. Tatsächlich. Dazu farme ich mal einfach ein paar Blöcke hier. So, das sollte reichen für eine kleine Farm. Und jetzt müssen wir so ein bisschen von diesen Teilen mal suchen. Und dann können wir die ja mal aufstellen auf unserem Grundstück. Können wir mal gucken, ob das funktioniert. Die Frage ist, wenn die größer gewachsen sind. Nee, warte mal, man kann die nicht anpflanzen, glaube ich. Weil wenn die größer wachsen, droppen die trotzdem nur eins. Versteht ihr? Das heißt, man kann nicht eins anpflanzen, wie es jetzt ja bei normalen Sachen ist, kann die wachsen lassen und dann baut man... Guck mal, der ist jetzt zum Beispiel schon eine Stufe weiter und der wird trotzdem nur eins droppen. Also ich muss erst die Frucht wegmachen, okay. Hier. Der wird trotzdem nur eins... Hey, wieso droppen die denn jetzt nicht? Achso, weil ich das falsche Tool nehme, ich Idiot. Der hat eins gedroppt, okay. Wir gucken mal, vielleicht werden sie... Hier, der ist sehr, sehr groß. Der wird aber trotzdem nur... Aber vielleicht kann ich so... Ah, ich kann die Zuckerrohr abbauen. Okay, okay, funktioniert doch. Alles klar. Fehlalarm. Aber kann ich auch unten abbauen und der droppt alles? Wir testen mal. So, ich habe jetzt 10. Das heißt, wenn es funktioniert, müsste ich jetzt 11 haben. 12. Ja, da bin ich doof. Warte nochmal neu. Das sind drei Blöcke sogar, oder? Kann ich das auch abbauen? Ja. Ich muss mal kurz ein Testobjekt hier suchen. Hier, das ist gut. Oh, jetzt bin ich gegen die. Ah, es funktioniert trotzdem. Guck mal, das sind 2 Stück. Das heißt, wenn es funktioniert, müsste ich jetzt 19 haben.
Nee, funktioniert nicht. Okay, du musst sie oben abbauen und dann runter. Du kannst nicht wie Zuckerrohr das unterste abbauen und alles droppt. Das geht nicht. Okay, das macht es vom Farming her. Okay, ich habe jetzt aber genug, 18 Stück. Das reicht definitiv. So, dann probieren wir mal, Leute. Prank be uns mit TNT, Prank Piraten, ey, ey. Leute, habt ihr einen Like da gelassen? Wenn ihr zuschaut, habt ihr alle abonniert, damit ihr mitschreiben könnt. Das ist ja wichtig für den Livestream. Da. 9000 Zuschauer. Na, vielleicht knacken wir ja noch die 10.000. Es ist natürlich auch morgens, ne? Ist ja klar, dass man 11 Uhr jetzt, also ich denke mal, wenn ich den Stream jetzt 18 Uhr gekickt hätte, dann wären schon natürlich auch mehr Leute am Start gewesen. Ist ja logisch. Aber, Digga, um die Uhrzeit, 9000, kannst du gut sehen? Auf gar keinen Fall. Levent mit der Mitgliedschaft, vielen lieben Dank. Quatsch, mit der 12-Euro-Donation, versprochen, oder? 12 Euro, ey, auch eine Menge Cash. So, dann lass mich mal kurz was testen. Ich würde sagen, wir machen die Farm ein bisschen außerhalb, weil die hat durchaus auch Explosionspotenzial. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Wisst ihr eigentlich, was das hier ist? Könnt ihr mir das erklären? Das ist wie so ein Folterkerker, Alter. Wisst ihr, was hier passiert ist? Das stand irgendwann mal da. Brauche ich diese Perlen für irgendwas? Kann ich nicht, oder? Mit denen kann man Real Talk... Ah doch, okay, ich kann damit Essen machen. Magma-Gelatine, das sieht ja anders eklig aus. Ah, das ist ein Treibstoff für Öfen. Wardy von Easy. Das ist für einen Erfolg. Ah, okay. Alright, da machen wir hier eine Clone, aber vorne. Kann ich die auch hier drauf? Ah, das geht nicht. Okay, kann ich nicht auf Gras platzieren. Alles klar. So. Das Nervige ist, wenn die diese Früchte bekommen, dann darf ich die halt nicht berühren, ne? Weil dann explodiert man. Ich doof. So, okay. Also, ich meine, testen wir mal, oder? Wir könnten noch mal... habe ich hier irgendwie... Gibt es hier irgendwie Knochenmehl? Ist irgendwo eine Kiste? Hat Easy hier irgendwo... Naja. Irgendwann kommt es Knochenmehl, Leute. Ich will mal testen, ob ich das mit Knochenmehl boosten kann. Adi spielt Games mit 3 Euro, vielen lieben Dank. Und Dami Zocker mit der verschenkten Mitgliedschaft. Und Liam auch mit 2 Euro. Bis wann bist du live? Oh, solange ich Bock habe, ich habe jetzt da keinen festes Datum. Also kann nicht mehr sein, dass Easy, hat sie ja auch im Video gesagt, also bei mir, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wird auf jeden Fall am Start sein bei dem Hexenball. Also das wird cool, glaube ich, das ist richtig cool. So, Na, Stein war hier. Was war hier? Die Machete brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Die war ja ziemlich unnütz. So. Wegen Knochenmehl, genau. Lasst mich mal Knochenmehl suchen. Da könnte ich eigentlich die Farm direkt ein bisschen vergrößern, falls das funktionieren sollte. Problem ist, die ist jetzt so weit außerhalb, dass sie nicht lädt, wenn jemand in der Stadt ist, oder? Eigentlich sind gar nicht so gut. Wolf upgradet seine Mitgliedschaft. Vielen lieben Dank. Und Luca auch mit dem Euro. Also ich habe übrigens eine Idee, Leute. Welchen Autoklick empfiehlst du? Oh, ich will da eigentlich keinen empfehlen, weil... Also für Roblox jetzt. Weil die sind heftig virenverseucht alle und so. Also da will ich jetzt eigentlich nicht empfehle ich, dass ihr euch da irgendwelche Viren runterlade. Da wäre gar kein Bock drauf. Es gibt aber richtig krasse. Ich habe einen for free, das ist so ein Billigding. Und ich habe einen gekauften, der ist komplett krank. Dafür habe ich irgendwie 20 Euro bezahlt oder so. Da kannst du ganze Abfolgen einstellen. Erinnert ihr euch noch an den Roblox-Simulator, wo man Tore schießen musste aus der Distanz? Da musstest du ja nicht einfach AFK klicken, sondern du musstest wirklich drücken, eine gewisse Anzahl gedrückt halten, den grünen Bereich hitten und so weiter. Da habe ich da den Autoklicker komplett durchprogrammiert. Michael mit weiteren 50 Euro. Vielen lieben Dank. Krank. Zu viel?
aber krank. Vielen lieben Dank. Das ist sehr, sehr großzügig seid ihr heute. Das ist sehr, sehr krass. Adi, mit 5 Euro kannst du mal Kerni anrufen und fragen, wann das nächste bekommt. Ja, also, ich weiß, also ich will jetzt ja gar nicht, also ich weiß ja ein bisschen was natürlich. Oh, Scheiße. Ah, die wachsen, das ist big. Vielleicht kann ich mir eine Creeper-Farm komplett sparen damit. Aber Zuckerrohr? Ja! Nee, scheiße. Du kannst Zuckerrohr, aber dann kriegen die nur diese scheiß Früchte. Ah, schade. Ah, das wäre geil gewesen, ey. Okay, schade. Okay. Mal wegschmeißen, braucht kein Mensch. Ja, cool. Also, warte, wir können jetzt hier. Nein, wir dürfen es halt nicht berühren, ne? Aber warte mal, macht das irgendwas kaputt? Lass mal testen. Okay, es macht nichts kaputt. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn wir was berühren. Ja, Problem ist jetzt aber. Wenn ich jetzt hier. Warte, wenn ich jetzt hier das berühre, dann geht das doch schon weg, oder? Ja. Hm. Okay, ich habe ein bisschen ein Problem. Ich brauche dieses Artefakt mit Magnet. Weil das Problem ist, dass ich die sonst nicht aufsammeln kann. Weil wenn die hier reindroppen, ich kann ja nicht reingehen, weil dann explodiert es ja. Versteht ihr? Aber das ist noch da hier. Ah. Also ich brauche auf jeden Fall dieses Magnet-Item. Ey, das können wir in einem ganz großen Stil aufziehen, sage ich. Warum ist hier so eine Lücke? Verdammt. Wir müssen es halt einfach nur größer machen. Weil das wächst schon schnell, Alter. Überleg mal, wenn wir hier 300, 400 Pflanzen davon haben, dann kannst du ja nonstop. Und ein Ding ist ein. Lass das mal kurz kontrollieren. Ein Ding ist mit dem Brett, und das kannst du ja komplett durchspammen, das ist ja kein Problem. Ist. Ja, ein Ding ist ein Schwarzpulver. Ah, ist geil, ist geil, ist geil. Okay, cool. Jan ist mit der Mitgliedschaft, Suchtheimer mit der Mitgliedschaft, geiler Name. Und Florenz Zimmermann mit der Mitgliedschaft. Du könntest auch immer einen Platz lassen. Ja, das ist aber dann. Creeper Farm ist schon ein. Also schon auch. Eine einfache Weise. Ich habe irgendwas verschoben. Also, nicht so weit. Creeper Farm ist einfacher. Ja, vielleicht. Aber es ist halt nicht cool. Versteht ihr? Muss ein bisschen cool sein. Trichter. Trichter funktioniert. Na doch, Hopper Minecarts würden funktionieren. Ja, aber ich kann doch einfach das Magnet-Artefakt nehmen. Ist ja jetzt keine Wissenschaft. Ich frage mal kurz Logo, ob er dieses. Aber der wird in seinem Labor gerade sein, ne? Wir können da mal hinfliegen eigentlich. Da frage ich den mal, ob er dieses Magnet-Artefakt hat. Weil das wäre schon big. Ja, Trichter. Ey, wisst ihr, wie viel Trichter ich da brauche? Trichter ist eh Quatsch. Wenn, dann Trichter-Lore. Spare ich mit 1000 Eisen. Das, ihr müsst verstehen, diese Farm wird riesig. Riesig. Wir sind jetzt bei 1% der Größe geführt. Da macht. Und der Trichterlore. Ah, wo ist der 1000 Schienen? Dieses Magnetding ist einfacher, sage ich. Wo war denn der Eingang hier nochmal? Wie war der Eingang? Wie ist man hier nochmal? Warte, da war so ein Zaun in der Nähe, das weiß ich noch. Ah, hier. Genau, und hier war der Eingang. Ja, ich hab's gefunden. Hier, glaube ich. Ja, hier, genau. Zack. Oh, Alter, das hat so reingeladen. Was ist das denn? Ach, das sind Federblöcke, alles gut. Logo? Ach so, das ist gar nicht Logo. Da ist Logo. Nee, das ist auch nicht Logo. Wie viele Fake-Logos stehen hier denn rum? Logo? Jemand da? Dachte, der wollte sein Ding bauen. Kupfertrichter? Ja, aber da brauche ich ja 1 Million Kupfer, da sieht man doch auch nichts. Nee, machen das mit diesem Magnet, das ist viel einfacher. Ich weiß, dass Ryan das auf jeden Fall hat. Und ich glaube, Gambo hat das auch. Wir können das uns safe ausleihen. Lass deinen magnetischen Steinbruch ganz nach unten zerschmieren. Ach so, bei dir so ein Ding habe ich dir vor gerade bekommen. Alter Junge, das Ding hat ja gegraben. Das hat ja so langsam wie die Teile sind, hat das ja ein Jahr gedauert wahrscheinlich. Na gut, keine zu Hause, wir fahren zurück. Game Bros mit der Mitgliedschaft, dankeschön. Und Laney mit 2,50 Euro, dankeschön. Du hast dein Edit, was ich gemacht habe, geliked. Dann war's gut. Danke für 7 Jahre, die ich dich verfolge. Danke auch, Thomas, Mensch. So, wir wollen zurück.
sollen wir jetzt für Musik hören, Leute? Wir können von Yami ein paar Songs hören. Das haben wir noch nicht gemacht. So. Banks Gewinner Song Abfahrt. Ein bisschen aufpassen. A wife? Also mein Favorite ist Dr. Banks. Dr. Banks wird das gewinnen. So. Alright. Okay, wir fliegen zurück. Wo ist Home? Da. Benutzt das Totem des Wachstums 400 IQ, Erwin. Aber ich bin voll falsch. Ja, das könnte ein Gamechanger werden. Da hast du absolut recht. Ich weiß aber nicht, ob das bei modded Sachen funktioniert. Aber vielleicht. Wir testen Big. Wann kommst du nach Stuttgart? Nie? Nico? Nie? So, Totem des Wachstums haben wir hier stehen. Dieses Teil hier. Oh, das könnte jetzt krass werden. Das könnte sehr, sehr krass werden. Mal sehen, ob das funktioniert. Das wäre krass. Dann machst du das XXL Brawl Stars Opening. Das habe ich doch schon gemacht. Ist schon on das Video. So, also. Achso, weil das kann ich hier nicht drauf platzieren. Wahrscheinlich auf Erden, oder? Ja. Ja gut, aber wie checke ich jetzt, ob das funktioniert? Also müssten ja die hier am Rand schneller wachsen als die außen, weil die sind nicht im Radius. So, das hat jetzt Früchte bekommen. Aber es ist auch nachts. Ich weiß nicht, ob das Zeug nachts, aber es muss eigentlich nachts ja auch. Es bietet halt auch Licht. Das ist diese nette Side-Info. Wie findest du Halle Saale? Scheiße. Ich bin dort zur Schule gegangen. Ich darf das sagen. Das Crafting gesagt mit Schwefel macht keinen Sinn. Nee, Schwefel ist auch Quatsch. Weil da brauche ich Kies. Und ich brauche eh schon Sand. Also das ist zu aufwendig. Mach mal den Kommentar-Cool darunter. Bruder, ich kann doch so schon kaum den Chat lesen. Noah mit der Mitgliedschaft. Dankeschön. Also sieht ja jetzt nicht so krass aus, als ob es funktioniert, oder? Was würdet ihr sagen? Wir müssen halt jetzt mal wirklich einen Test machen. Wir machen mal einen Test. Passt mal auf. Wir bauen das und das ab. So. Jetzt platzieren wir... Wartet. Ja. Aber ich mache erst Tag, weil ich weiß nicht, ob die Dinger überhaupt nachts wachsen, ehrlich gesagt. Abwarten und Tee trinken. Ja, du sagst es. Wann ist der Hexenball? Nächste Woche irgendwann. Ich muss halt erstmal das TNT ready kriegen. Das wird dauern. Ja, Frapp mit dem 17. Monat. Bild. Vielen Dank. Und Afrikaner 007 mit der Mitgliedschaft. Danke auch an dich. So. Please, der Song von Logo für Gambo. Ja, können wir auch noch später hören, auf jeden Fall. So. Jetzt machen wir den Test. Wir testen das jetzt mal. Weil das ist schon eine wichtige Erkenntnis. Dünger hilft. Also, Fails of Gamer. Ist das, hast du das getestet oder sagst du das jetzt nur so? Weil Knochenmehl funktioniert halt nicht. Das ist nämlich das Ding. So, wir platzieren jetzt relativ gleichzeitig die Dinge. Ich platziere das hier zuerst. Fliegt dann rüber. Bumm. Und bumm. So. Und jetzt gucken wir, Leute. Jetzt gucken wir mal, was zuerst wächst. Leon Army mit 2 Euro. Guten Morgen. Ja, guten Morgen auch an dich. Vielleicht brauchen sie Wasser. Nein, das hilft nicht. Das hilft nicht. Weil Wasser funktioniert ja über diesen Boden, der dann genässt wird. Aber das kann ja hier nicht passieren. Also das ist ja nicht genässt. Kann ja sich nicht ändern. Wie fandest du die Gamescom? Nice. Meine Nase, ey. Gamescom fand ich nice.
Aber war ja auch nicht lange da. Dann brauchen sie Lava, ja, könnte ehrlich sagen. Aber ich glaube nicht. Aber wäre lustig, ja. Ich wohne in Halle. Ich glaube, Halle ist die kriminellste Stadt Deutschlands, oder? Habe ich irgendwie mal gehört. Also Halle-Saale. Es gibt ja zwei Halle. Okay, Leute, ich gehe jetzt kurz mir ein Taschentuch holen. Ihr müsst in der Zwischenzeit darauf achten, falls was gewachsen ist, okay? Und da müsst ihr mir Feedback geben. Alles klar? Bis gleich. Los, wir verarschen, Ben. Bup, bup, bup. Ja, lass trollen. Lass pranken. Ich lese euch doch. Was denkt ihr denn? Denkt ihr, ich bin doof oder was? Ist außerdem nichts gewachsen, also passt. Ach, Nase wieder frische. So. In welcher Schule warst du? Ich war Grundschule in Tour. Damals hieß das noch Sekundarschule. Ich glaube, heutzutage heißt das Gesamtschule oder so. In Tour. Gymnasium in Logo? Also ich kill dich halt, Logo, und wenn du jetzt nicht weggehst. Ah, das ist gar nicht Logo. Lol. Ich dachte, das ist Logo, Alter. Der ist mir so komisch hinterhergelaufen. Ja, Frapp mit 6 Euro. Ey, Julia mit 1,50 Euro. Leon mit, also, das hatte ich schon vorgelesen. Hast du Geschwister? Ne, leider nicht. Bin seit einem Jahr Riesenfan von dir. Ey, Felix, da bist du ja noch ein Neuling, ne? Bist ja noch ein Neuer. Warst du schon mal in der Schweiz? Nee. Ihr müsst wissen, ich bin im Osten aufgewachsen. So. Also wir hatten keine, also wir hatten nicht so viel Geld. Also war okay, ich hatte eine schöne Kindheit, so ist es jetzt nicht. Aber wir sind nicht in die Schweiz in Skiurlaub gefahren oder so. Also Bruder, das hätte man sich nicht mehr im Universum leisten können. Facecam ist weg, ne? Ah, jetzt hast du mich kurz gehabt. Aber nein, nein. Also, es wächst hier nichts, Leute. Es ist nicht am Wachsen, diese Kacke. Wann ziehst du um? Ach, Hausbau, Leute, wildes Thema. Wird dauern noch. Ich sag, ich werde in mein Haus ziehen, was ich gerade baue. Was ihr natürlich alle wisst, weil ihr den Podcast hört. Ja. Ich sag, Kuh. Also, ich sag Mitte. Ich sag Mitte. Na, nee, warte mal, wir haben ja jetzt schon April. Scheiße. Ich sag Ende 25. Also, ich sag in 14 Monaten, sage ich. Und da kriege ich komplette Depressions, wenn ich das höre. 14 Monate, Alter. Min Best Case. Best Case. Wenn ich Pech habe, noch länger. Wann ist Hexenball? Also ja, nächste Woche irgendwann. Leute, habt ihr alle geliked? Ich hoffe doch, ne? Ich hoffe doch. Mach mal Lied Billie Jean an. Alter, ich kann doch hier nicht Billie Jean abspielen, Junge. Das ist Copyright. Bist du verrückt? Hier wächst gar nichts. Das ist komplette Grützenscheiße. Wie lange brauchen das, um zu wachsen? Das hat ja eine Wachstumsphase. Das ist ja überkrank. Also es scheint auf jeden Fall nichts zu bringen. Oder? Es sieht zumindest so aus. Also, weil beides wächst einfach nicht. Mach mal Burger Pommes, haben wir doch schon gehört. TNT-Farm, 1000-mal schneller. Ne? Also eine TNT-Farm gibt es ja nicht. Wenn, dann musst du einen Creeper farmen. Ja, hier macht es halt die Masse. Ne? Ich könnte hier halt natürlich 1000 Pflanzen gleichzeitig wachsen lassen. So musst du es. Du musst es ja bedenken. Eine Creeper-Farm ist ja begrenzt in ihrem Spawn-Vermögen. Während natürlich so eine Farm hier unendlich groß werden kann. Also, naja, so groß, dass du dort alles mit einmal laden kannst. Ich weiß nicht, wie viel Chance man lädt, wenn man so rumsteht, aber schon eine Menge auf jeden Fall. Also, ich denke, du kannst hier 10.000 Pflanzen auf einmal hinstellen. Das geht schon. Aber
Es wächst halt sehr langsam. Hat jemand die Zeit gestoppt? Sehr, sehr langsam. Mach mal Logo-Song. Okay, während wir hier chillen, kann ich ja mal kurz Logo-Song machen. Hat er den auf Spotify hochgeladen? Wisst ihr das? Ah ja, Logo. Nee, das ist... Ah, hier, der Minecraft-Freundes-Song. Nee, das ist er aber nicht. Der hat den aber auf Spotify. Aber ich kann den Minecraft-Freundes-Song abspielen. Während wir hier warten. Ich mach ein bisschen lauter, während wir hier warten. Ich mach mal von neu, weil es so leise war. Die Hook ist schon catchy, ne? Minecraft, Freunde. Mach Fortnite. Bruder, also da bist du ja auf dem falschen Kanal auch. Und also ich werde jetzt hier... Wir sind Minecraft-Freunde. Ich habe am 21. April Geburtstag, lol, einen Tag vor mir. Seit 6-7 Minuten, immer die ist langsamer als, weiß ich auch nicht, ja. Also meine Nasenhaare, Digga, das wächst langsamer als meine Nasenhaare, die Scheiße. Wir lassen die Helden berichten. Jeder Tag actionreich, ey, die Freunde folgen, sind die beste Zeit, das Projekt. Warum wächst denn das nicht? Das hat doch hier auch relativ schnell gewachsen, oder nicht? Also das ist, also es ist schon nice to have, glaube ich, aber es wächst halt brutal langsam, ne? Die anderen sind gewachsen, ne? Ja, schon. Aber auch nicht alle. Überlegt mal, manche habe ich ja ganz am Anfang platziert und die sind immer noch nicht gewachsen. So müsst ihr es halt auch mal sehen, ne? Ich glaube, das ist leider keine... Also... Das ist keine Alternative, ehrlich gesagt, leider. Die Idee war geil und es funktioniert auch, aber es ist nicht OP genug, glaube ich. Oder es wächst nur in der Nacht. Das ist ein Call, aber das würde die Farm auch sinnlos machen. Okay, ich könnte es in der Höhle bauen. Was wollen wir denn uns anhören jetzt? Ach, Logo wollten wir. Aber Logo... Aber der hat hier keine... Den gibt's nicht auf. Oder der heißt da nicht Logo. Lukas, der Rapper. Podcast. Ich mache einfach Podcast an von uns, Jungen. Wie heißt denn der Song, Leute? Logo-Song. Wie ist denn der offizielle Name? Ich sag, das wächst nur nachts. Das ist tatsächlich ein Call, was sein könnte. Hat irgendeiner von euch das Ding wachsen sehen am Tag? Konto ist leer. Nein, das heißt es. Das heißt doch der. Das ist das Alphastein-Song, ich meine. Nee, ihr wisst ja nicht. Okay. Song hat mir das Herz gebrochen, aber so heißt doch das. So heißt doch das Lied nicht, oder? Logo, gibt's deinen Song auf Spotify? Mein Konto ist leer, ist doch nicht der Song von Logo, Alter, oder? Bin ich jetzt dumm? Dieser Song hat mein Herz gebrochen. Was sagen? Ja. Wir wollen Nacht. Ich mach mal Nacht. So. Dieser Minecraft-Song hat mein Herz gebrochen. Ah ja, hier. Hä, wieso habe ich das gerade nicht bei Lukas gesehen? Du hast gesagt, wir spielen immer zusammen. Wir spielen so, Leute. Let's go. Du hast nein gesagt. Yeah. So, dann gucken wir mal, ob jetzt hier... ob das gewachsen ist, das Zeug hier. Ich liebe dich forever. Nein, ich wollte nicht. Wie lange ist es schon live? Stunde 20. Ich hab's heute gecheckt. Ich wollte das, was glänzt, doch bekam es nicht hin. Wollte goldene Zeiten wie ein verdammter Peklin. Ich hab so lange gekämpft. Aber das macht ja Licht. Jetzt ist mir klar, unser Feuer, das brennt, es ist längst nicht mehr da. Jetzt bin ich alleine und ich kann nur mit dem Händler lachen. Meine Seele, sie ist schwarz, so wie der Enderdrache. Und die Tränen, ja, sie laufen auf die Bettmatratze. Keine Verzauberung kann dieses Feeling besser machen. Fühl mich dead inside wie ein Zombie. Yeah, yeah.
Du und ich waren die Beste. Bau eine Eisrennstrecke in der Stadt. Könnten wir machen, ja. Ist eine coole Idee. Bist du noch auf der YouTube-Ansicht? Nein. Ich mit Knochen werden, wir spielen so lang schon zusammen und wir kennen uns seit Ewigkeiten. Hat der einen Song für dich gemacht? Nee. Ich kenne ihn auch persönlich gar nicht. Was ist das Logo, mit dem du Freund hast? Hier wächst gar nichts. Die Farm ist prime für den Arsch, Leute. Das Projekt ist komplett gescheitert, muss ich leider gestehen. Die Idee war gut und es funktioniert auch, aber in der Praxis hapert es dann ja doch halt leider, ne? Also es wächst so unfassbar langsam. Vielleicht kann man es beschleunigen. Mit Lava. Tatsächlich, vielleicht kann man es wirklich mit Lava beschleunigen. Bau die Farm im Nether, geht besser. Aber weißt du das oder redst du jetzt nur? Könnt ihr das mal googeln? Kann mal einer von euch googeln, Leute? Und zwar die Propoplant Cane aus der, ich zeig euch auch den Namen der Mod, aus der Nether Steelite Mod. Okay, ihr seht es unten den Namen, das Graue. Kann mal jemand von euch googeln, zu einem Wiki, zu der Mod oder so, ob das irgendwie schneller wächst irgendwie. Weil das ist ja komplett für den Arsch, Alter. Ja, Musik zu laut. Ja, ich habe jetzt ja nur für den einen Song das mal laut gemacht. Mach wieder Lina, würde ich sagen. So. Eine Spende! Nur am Tag vielleicht? Nee, wenn keiner da ist, kann ja nicht sein. Es wächst im Nether schneller, hab nachgeguckt. Kann das wer bestätigen? Ja, wächst schneller. Okay. Alles klar, alles klar. Dann farm nochmal weg. Dann müssen wir das Ganze doch verfrachten. Aber ist ja kein Problem. So. Jetzt scheppern hier gerade Mitgliedschaften rein, oder Spenden. Siegers mit 2 Schweizer Franken. Da sind die Schweizer. Wo sind meine Schweizer hier, Leute? Die Erde müssen wir mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. Zack. Wir planen übrigens, ich kann das ja schon mal so ein bisschen teasern, aber es also ist noch in der Planungsphase. Wir planen es so zu machen, dass wir einen Discord machen. Der ist auch schon in Arbeit, da wird schon gekocht auf jeden Fall. Und wenn du Mitglied bist auf dem Kanal, kannst du dich über Discord... Nein, die Lügen im Wiki steht nichts. Jetzt haben es aber mehrere geschrieben. Benutzt Dünger funktioniert. Das haben jetzt schon mehrere geschrieben. Aber ich kann es mir, nicht vorstellen eigentlich. Dünger war... Ja, wir können es ja mal testen. Ich meine, ich habe ja genug. Vielleicht funktioniert es ja wirklich. So, ich habe einen Dünger gerade gegen die Wand geschmissen. Habt ihr es gesehen? Verdammt. So. Doch, einer schreibt doch. Mit Lava. Ja, der alte Randy-Discord. Genau, den nehmen wir. Und so teste ich mal hier. Ich kann hier einfach... Lass mal weg. So, und jetzt Dünger. Hä? Ach nee, man muss das Dünger ja erst craften. Warte mal. Das ist ja gar kein Dünger. Hier. Ah, mit Knochenmehl und zweimal dieses Zeug. Ah, ich habe sogar alles mit. Hä, praktisch. So. Nee, funktioniert auch nicht. Damit kriegst du nur die Früchte. Okay, hier wächst es jetzt schneller, oder was? Gucken wir mal. Vielleicht muss es halt auch im richtigen Biom sein. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Weil hier wächst das ja normal. Ich weiß, ich mache mal das richtige Biom. Da. Gurkenhals mit der Mitgliedschaft. Sandra mit dem Euro und I the King Main 1, glaube ich. Ich bin seit 4 Jahren Fan von dir. Das ist sehr, sehr lieb.
Und Luke und Diana auch mit der Mitgliedschaft. So, hier wollen wir das Ganze mal, hier wollen wir das. Auf diesen Blöcken wollen wir das nämlich auch platzieren. Das könnte ja auch eine Rolle spielen, sage ich. So, gucken wir mal. Was jetzt passiert hier, ob das jetzt ein bisschen schneller wächst. Viel Zeit investiert in die Farm. In der Zeit hätte ich eine ganze Creeper-Farm bauen können, glaube ich. Also, das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Verdammt. Ach ja, Discord, genau. Wir wollen es so machen, dass... genau, dann kann man sich verifizieren. Dann kann man quasi in den Mitglieder-Discord. Also man kann auch so auf den Discord, aber es gibt einen Bereich für Mitglieder. Und wir haben doch für das Merch, haben wir doch so 100... oh, das wächst schnell! Da, wie lang war das jetzt? Eine Minute vielleicht. Wenn überhaupt. Sag mal, kannst du mal aufhören zu nerven, Alter? Danke Lukas für die Mitgliedschaft, danke Simon und danke Marcel für die Mitgliedschaften. Dankeschön, dankeschön. Genau. Und wenn man Mitglied ist, genau, kann man sich da verifizieren und dann wollen wir diese 100 oder 200 Spieler oder auch mehr Videos drehen. Das hatten wir ja zu dem Merch-Event, habt ihr ja bestimmt gesehen. Und das wollen wir halt mit Mitgliedern machen. Das ist da ein bisschen praktischer. Ne? Das fände ich, glaube ich, geil. Genau, das heißt, man mit Mitglied verifiziert sich auf dem Discord und dann kann man an diesen Videos mitmachen. So. Ich glaube, das ist geil. Aber wird noch, also soll noch ein bisschen dauern. Ja, aber so krass schnell wächst jetzt auch irgendwie nicht, ne? Also alles in allem dauert so. Michael Reichling mit 1,50 €. Dankeschön. Sie können dies mit Pulverwurzeln kombinieren und einen pflanzbaren Stern zerhalten. Also macht die. Was hast du geschrieben? Sie können dies mit Purpur und Wurzeln kombinieren, um einen pflanzbaren Stand zu erhalten. Also macht das Pflanzen in eine Workbench mit diesem Lava-Teil, der oben droppt, da wachsen die auch schneller. Ach, ist das so? Wachsen die schneller, wenn das diese Teile hier haben, da oben, oder wie? Warte mal, das können wir... Oh, jetzt haben wir alle eins. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, also die Farm ist auch nur einmal, beziehungsweise... Ja, doch einmal ist es jetzt gewachsen. Ne? Ist ja auch jetzt nicht so. Also das eine ist relativ schnell gewachsen, aber es war wahrscheinlich nur Zufall. Stürzte von einer Leiter ab. Wie hat er das denn geschafft? Kevin mit der Mitgliedschaft. Dankeschön. Jona cool mit 2 €. Mir geht's super. Vielen lieben Dank. Musst mehr Platz dazwischen haben. Denkst du, das ist es? Aber ihr random callt halt. Also ihr wisst es ja nicht. Nee, ich glaube, das ist leider nicht praxistauglich. Wir müssen da... dann doch mit der Creeper-Farm gehen. Das macht so, glaube ich, keinen Sinn, leider. Schade. Das war eine gute Idee. Boah, lag. So. Der Logo stimmt ja wirklich im Sekundentakt, ey. So. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes mal um dieses Liebesbuch von Ryan. Also... weil ich brauch ein Buch, was ich schreiben kann. Habe ich hier irgendwo ein Buch? Hier habe ich ein Buch. Was steht da drin? Da habe ich mir Koordinaten von Spawnern reingeschrieben. EliX Gaming, der Schweizer, kommt an den Start mit 10 Schweizer Franken. Vielen lieben Dank, ey. Sehr großzügig. Und Leon mit 2 €. Ich bin schon seit Titan dabei. Das ist lang, ey. Das ist lang. Titan ist ja, Bruder, Alter. 6 Jahre oder so. Hallo, lieber Ryan. Leider hast du mir entschieden zu viel Mundgulli. Deswegen muss ich leider antworten mit Nein.
Liebe Grüße. Ben. Kann ich so machen, Leute? Was denkt ihr? Ist das ein Antwortbrief? Warte mal. PS. Ich hab alle deine dir. Verdammt. PS. Ich hab alle deine Dias geklaut. Lol. Mit Unterschrift. Soll ich signieren? Ich signiere, oder? Liebesbrief an. Ah, verdammt, da mache ich Liebesbrief 2. So, signieren. Hallo lieber Ryan, leider hast du mir entschieden zu viel Mundgulli. Deswegen muss ich leider antworten mit nein. Liebe Grüße beim Pers, ich habe all deine Dias geklaut, lol. So, schmeiß ich das jetzt hin. Der hat ja nicht mal Kisten hier, Alter. Er hat original ein Haustier in einer sonst leeren Butze, Alter. Ich brauche eine Kiste. Ich brauche eine Kiste. Eine Kiste. Holz. Ja, mal aufgeräumt zum Glück, ne? Da können wir aber was anderes schon machen. Erdmann, oh, Fan mit der Mitgliedschaft. Bin seit einem Monat Mitglied. Viel Spaß. Wo sind Mugi und Jamelo? Mugi ist dort. Der liegt hier. Und Jamelo liegt im Wohnzimmer gerade. So, zack, zack, zack. So. Hä? Machen Sie hier. Brichst du in Ryans Haus ein? Nein, ich habe Ihnen die Liebesbriefantwort geschrieben. Oh mein Gott. Aber darfst du nicht reingucken, das ist Briefgeheimnis. Mach ich nicht. Warum hast du ihm da nicht einen Brief? Warum hast du nicht einen Brief gemacht? Was meinst du? Du kannst auch so einen Brief machen. Ja, aber er hat mir ja mit Buch geschrieben, da habe ich antworte mit Buch. Ah, okay. Außerdem hat er keinen Briefkasten. Ja, das genau das genommen hat er nicht mal, also er hat ja nicht mal Inneneinrichtung, es ist ein leeres Haus. Ja. Aber Hauptsache er hat die. Sind das Geschützte? Nee, das sind normale Glasscheiben. Könnte man jetzt einwerfen. Er meinte, er will oben auch noch eine zweite Etage draufbauen. Eine dritte. Ja, sieht ja stimmt. Ist noch nicht fertig hier, ne? Der wohnt prächtig. Das sieht aus wie ein Takis Haus irgendwie. Oder? Oh, du Junge. True, aber halt wegen der Farbe. Der baut sich hier ein riesen Takis Haus, Alter. Das ist krank. Der baut das halt aus seiner Farbe und deswegen sieht das aus wie Takis. Aber ich meine, wird Ihnen das jetzt gefallen, wenn ich jetzt ein Schild an sein Haus hänge mit dem Taki-Logo? Boah, ich könnte Elina fragen, ich sponsere ihr den gelben Beton und sie baut nochmal so einen Taki-Schriftzug hier einfach vorne drauf. Oh mein Gott. Das ist ja lustig, ja. Das kann ja auch keiner außer Elina. Ja, ja. Die Schriftzüge sind brutal schwer. Na gut. Ja, ich muss weiter Rekord brechen. Ach, du bist die ganze Zeit am Jump'n'Run. Ja. Hast du nochmal noch gebrochen? Nee. Das Ding ist, ich schaffe das nicht mehr First Try. Das ist schon schwer, ey. Aber oh, also mit das Artefakt ist ein Verbot, nehme ich mal an, ne? Ja, du musst das ohne Artefakt machen. Weil ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so tief zu springen. Oh, das sieht aber gut aus. Der Leitersprung aber, ist halt schwer. Ja, der ist kein... Ja, Mond bin tot. Ich wollte gerade sagen, der ist kein Problem gechoked. Kein Problem, ja. Nee, der ist ein... Also ich finde diese Sprünge spät halt schwer. Ah ja, die Zahnraddinger. Hier kann man den Skip machen. Das ist der erste Skip, den hat Flo entdeckt. Er ist krank, ja. Oh Gott. Na gut, ich lasse dich mal allein hier. Nein, jetzt muss ich mich muten. Ich kann mich kurz nicht muten. Nein, jetzt kann ich mich muten. Deswegen stirbt er die ganze Zeit, ey. Aldi mit 5 Euro, dankeschön. Du, Logo und Elina sind die besten YouTuber der Welt. Boah, das ist sehr lieb von dir, dankeschön. Ah. Und Mr. Erdmännchen auch mit 2 Euro. Auch nice. No. Jetzt kannst du mal einen Song machen. Oh, pff, nee. Ich habe nicht so eine Leidenschaft für Musik, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht so meins. Kannst du mal eine Hausrundtour machen? Ich werde eine Haustour machen, wenn ich in meine eine Wohnungstour, weil ich habe eine Wohnung. Ich werde eine Wohnungstour machen, wenn ich in mein Haus ziehe. Genau. Und aber vorher nicht. Ist so mein Privatding. Ich finde das irgendwie weird, dass jetzt
zu filmen, wenn ich hier wohne, wisst ihr? Außerdem kann man da rauskriegen, wo ich wohne und so, ist auch nicht so geil. So, bupp. Okay, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten uns um den Sand kümmern. Also ich würde sagen, wir machen erstmal die Kisten weiter, weil das ist was, was wir wirklich unbedingt erledigen müssen. Ich würde sagen, hier machen wir einfach eine Verzauberungskiste. Alle Verzauberungsbücher reinscheppern. Dann haben wir das auch erledigt. So, ich muss irgendwie, hab ich irgendwo noch Platz? Hier. 50 Euro! Also erstmal Quark, Jace Quark mit 2 Euro. Zusammen Rocket League, da muss ich dich leider enttäuschen. Also das wird nicht passieren, glaube ich. Wartet kurz, ich muss kochen hier. Und dann 50 Euro von Michael. Also bist du dir da, also schreib mal kurz im Chat, bist du dir da sicher? Das ist schon sehr, sehr viel, ne? Nein, vielen Dank, aber sind so viel vielleicht auch. Okay, hier haben wir noch einen Haufen Bücher. Aber die Schuhe muss doch anziehen. Hopp. So, dann haben wir hier die ganzen Verzauberungsbücher. So. Perfekt. Haben wir hier noch irgendwelche Bücher drin? Hier ist noch eins. Noch drei. Ja, hier sind auch noch welche. Ich habe so viele Bücher. Das ist ja unnormal. Hier ist auch noch eins. Kann man eigentlich fast schon Bücher aussortieren irgendwie, ne? Ja, jetzt fängst du nämlich an, ne? Okay, wir müssen irgendwelche sinnlosen Bücher wegschmeißen. Flamme wichtig, Haltbarkeit, Effizienz auch wichtig. Sidewinder, ich weiß nicht mehr, was das ist. Durchschuss ist auch Arsch. Eine Spende. Rückstoß ist auch Arsch. Schnellladen ist auch Arsch. So. 2 Euro vom Bantermann. Grüße gehen raus an dich. Und wieder 50 Euro von Michael. Eine Spende. Warum sagt er so oft eine Spende? Ich sehe gar nichts. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Michael. Ja, aber du übertreibst. Jetzt Donation-Verbot für dich. Donation-Verbot. Krass. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Aber jetzt wirklich aufhören, okay? Also auf ernster Basis jetzt auch. So. Ach nee, das waren die, die ich rauslöschen wollte. Warnung? Das ist das von diesem Mr. Omega-Arzen, ne? Ich hab... Ach nee, das ist das. Ach, das ist auch wieder alte Bücher. Wir brauchen eine Kiste mit Erinnerungssachen. Ich würde sagen, wir machen eine extra Kiste mit Erinnerungssachen. Das ist eine klassische Erinnerungssache, würde ich jetzt mal sagen. Das hier und dann das Liebesgeständnis natürlich. Und dann das... Genau. So, dann zerstören wir mal die ganzen Bücher hier. Das hier, das hier, das hier, das hier. Schärfe 3 wollen wir behalten, definitiv. So. Zack, so. Ich kann, glaube ich, mein Tool verbessern. Und da werden wir natürlich... ich kann es gar nicht verbessern. Doch, kann ich. Dann nehmen wir die... Genau, die Grabegeschwindigkeit der Schaufel. Bob. Ich brauche meinen Eisenhammer dafür. Das ist der falsche Hammer. Aber habe ich jetzt meinen Eisenhammer? Oh, Brudi, den jetzt zu finden, Alter. Das kann jetzt ein Projekt werden. Das kann ein Projekt werden. Jetzt wissen wir schon mal nicht, dass sie in den sortierten Kisten sind, ne? Guter Call, aber war er nicht? Nee. Iron Hammer, zack. Der ist wirklich so eisern an diesem Rekord dran, ne? Das ist ja krank. Ah, guck mal, der hat schon Integrität, aber voll irgendwie, ne? Okay, wir wollen hier... Ah, ich kann nicht verzaubern, weil das die Integrität Maximum ist. Aber wir könnten den Sockel verbessern zu einem... Habe ich das nicht Ryan abgezogen? Warte mal.
Ja, ein Pristine-Diamant. Ist aber schon nicht sauer, wenn wir den benutzen, oder? So, das kann ich nämlich den Sockel. Der Sockel ist aktuell ein Diamant. Aber den Sockel können wir auch verbessern zu einem Pristine-Diamant. Das ist quasi ein besserer Diamant. Also habe ich eh schon Videos auch gezeigt. Aber was macht der? Macht der irgendwas? Ja! Mehr Haltbarkeit, mehr Speed für die Schaufel, viel mehr Speed. Mehr Speed für die... Oh, das ist ein heftiger Boost. Okay, aber es gibt mir leider nicht mehr Integrität. Ich kann halt jetzt... Warte mal, vielleicht... Ich glaube nicht, dass ich irgendwie... Ja, ich kann das Ding hier nicht weiter verbessern, weil ich mit der Integrität hier auf Maximum bin. Ne? Wir könnten es jetzt halt nur noch... warte mal, ist die Schaufel... Was ist das? Ätzi verzaubert? Nee, das Ätzi ist noch nicht verzaubert. Das heißt, wir könnten dort jetzt zusätzlich nochmal eine schöne Ladung Effizienz drauf shabber-rappern. Aber warte mal, wir haben doch bestimmt... irgendwo Smaragde? Also ich habe einen Arsch voll Dias, aber keine Smaragde. Dann könnten wir nämlich... Ja, das sind die obersten Kisten, die kann ich nicht mehr öffnen. Dann könnten wir nämlich... lass mich mal gucken. Easy hat doch einen Willi für... Dings hier. Effizienz 5 bestimmt, oder? Dann können wir die Schaufel noch zusätzlich mit Effizienz 5 verzaubern. Also, was haben wir denn hier? Pfeilmacher, was tradet der? Sticks, okay. Hier ist auch eine Menge Holz. Plünderung, Verbrennung, Schlag, Aerial, Wasser, Fluch. Glück des Meeres, Durchschuss. Durchschuss 4, Alter. Atmung, Reparatur, Geistlicher, Maurer, Waffenschmied. Hä? Kein Effizienz? Gar keinen Sinn, oder? Eine Spende! Hä? Sie muss doch Effizienz haben, oder? Leute, wisst ihr zufällig, ob sie Effizienz hat? Ich muss mir den Songs aufpassen, dass sie ins Copyright-Museum kommt. Leute. Adi mit 2 Euro, Mr. Erdmännchen mit 2 Euro, vielen Dank. Okay, vielleicht auf einem Effi und was anderes. Ja, das habe ich mir auch gerade schon überlegt. Aber ja, das können niemals alle Verzauberungen sein. Sie muss noch einen zweiten Raum haben, oder? Ah, hier sind doch noch mehr. Was haben die? Ja, aber die haben ja gar nichts. Die sind ja beschriftet. Behutsamkeit. Effizienz 5. 61 Smaragde, Digga, wie teuer. Alright, gut. Wie kriegen wir jetzt 61 Smaragde her? Wir könnten Mob-Drops irgendwie tauschen. Oh, Michael, ich habe gesagt Donation-Verbot. Na, jetzt aufhören aber. Das ist wirklich viel zu viel, also wirklich. Und Lady mit 1 Euro, vielen Dank. Wie viele Abos braucht man, um mitzumachen? Meinst du jetzt bei Freunde? Das geht nicht nach Abos. Das geht nach Freundschaft. Der Name ja schon sagt. So. Beziehungsweise gibt es eh, also es gibt ja kein neues Mitglied. Das ist das Teuerste, was überhaupt geht, oder? Das ist ja respektlos teuer. Was tradet nochmal mein einer Typ hier? Ach, den habe ich ja komplett zugebaut. Wie komme ich da jetzt hin? Verrottetes Fleisch tradet der. Gold tradet der. 2 Warzen ist auch big eigentlich, oder? Warte mal, wie kriege ich ihn hier raus, wenn ich... Ja, ich habe halt leider nicht so viel. Müssen uns jetzt hier langsam hocharbeiten mit den Smaragden, Leute, sage ich ehrlich.
Das können wir zumindest schon mal detrainen. Den habe ich halt übelst durchzombifiziert. Ne? So, jetzt sind wir schon mal 6. Wir könnten außerdem Gold. Ich denke, Gold haben wir brutalst viel auch. Ich trade jetzt einfach Gold, Alter. Ich hatte irgendwo fette Goldblöcke auf jeden Fall. Hier, 8 Goldblöcke, Alter, Abfahrt. Zack, so. Das muss reichen. Ein Gold, ein Smaragd ist ein fairer Deal, sage ich. So. Jetzt ist der gesperrt, der Atze, ey. Verrottetes Fleisch. Wir haben aber noch mehr. Was tradet der hier? Komplett Müll, Alter. Braucht kein Mensch. Okay. Wir können mal gucken, ob Ibro. Ibro meinte, ich kann mir bei ihr Sachen nehmen. Wir können mal gucken, ob sie Smaragde hat. Aber ich vermute mal, dass sie keine Smaragde hat. Weil sie hat ja nicht getradet oder so. Sie wird nur Dias und Eisen und sowas haben. Erze, hier ist alles drin, außer... Oh, okay, ist aber nur Gold. Alter, das hat sie ja alles für Stuff. Vielleicht hat sie ja dieses Magnetding. Das wäre ganz praktisch. Achso, nee, die Farm brauche ich ja sowieso nicht mehr. Aber meint, braucht dieses Magnetding jetzt auch nicht mehr. Wir können uns ein bisschen Gold mitnehmen, würde ich sagen. Aber... so, Bären brauchen wir nicht. Danke Florian für 2 Euro. Danke Adi mit 10 Euro. Vielen lieben Dank. Mach weiter mit den geilen Videos. Sehr, sehr lieb von dir. Ja, ja, Logo will diesen Überwelt. Nee, er will nicht den Todesweltrekord brechen. Er will den Weltrekord für das Jump'n'Run brechen. Und das ist schon schwer. Das einmal. Du musst es halt durchschaffen. Ne? Hier ist er gerade. Und vergackt. Besonders das Ding ist, hier durchjumpen geht ja noch. Das hier geht auch noch, wenn du ein bisschen geübt daran bist, also ein bisschen das Parang gemacht hast. Aber hier, die hier sind schwer. Die Dinger hier. Kannst ja mal probieren. Das heißt, selbst wenn du richtig gut durchgekommen bist, die Stelle dann hier zu machen, ist crazy schwer. Ich probiere mal, aber ich werde es nicht schaffen, glaube ich. Also nicht first try. So. Ibro hatte ganz viel Rotten Flesh. Echt? Das muss ich euch mal anschauen. Guck mal, da muss doch nämlich so hier. Ja, hier ist schon verkackt, Alter. Das ist nämlich gut schwer. Ja, es ist... Naja, also... Ich würde erstmal das oben üben, bevor ich von unten anfange, glaube ich. Weil, guck mal. Weil selbst wenn du es einmal bis hierhin perfekt schaffst, die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann hier first try hittest, sei niedrig. Deswegen werde ich das erstmal üben. Aber das ist meine Taktik. So. Okay. Ebro hat viel verrottetes Fleisch, meintet ihr. Da checke ich doch nochmal ab. Kami mit der Mitgliedschaft, vielen lieben Dank. Stemman mit dem Euro, dankeschön. Florian mit 2 Euro, dankeschön. Ich glaube, wir haben heute wirklich die meisten Donations gehabt. Ever, glaube ich. Logo ist gequittet, hat keinen Bock mehr, Alter. Ciao, ciao. Verrottetes Fleisch. Hier? Nee, hier? Nee. Hier? Hier? Nee. Ah, oh ja, Big. Das war ein guter Call. Dankeschön. Chat. Jetzt müssen wir zum Willi. So. Zack, zack. So. 34 gerade mal, meine Güte, Alter. Ah, meine Spülmaschine ist fertig. Ema mit der Mitgliedschaft, Dankeschön. Und nochmals Mia Stema mit 1,19 Euro. Vielen lieben Dank. Jetzt hat alles gesperrt und ich warte, bis er sich resettet. Sagst, kann der sich überhaupt resetten? Weil der steht ja so auf diesem Ding drauf. Da, na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Wie kommt man in die WhatsApp-Gruppe? Einfach bei WhatsApp bei den Gruppen Banks eingeben und beitreten. Also das ist kein Hexenwerk. Wie heißt dein Discord? Ah, ich habe, also der Discord steht noch nicht. Also das ist nichts. Resette dich. Ich brauche 60 Smaragde. Weil dann können wir... Effizienz 5 auf den Etsy packen und damit haben wir das auf der Schaufel und das geht dann, glaube ich, unnormal ab, Alter. Das geht unnormal ab, denke ich.
Mit welcher Taste kann man alles durchtraden? Leertaste. Guten Morgen, schreibt einer. 11.50 Uhr. Na, aber ja, für Wochenende ist noch okay. Könnten mal schlafen gehen vielleicht. Und die Kisten müssen wir auf jeden Fall noch fertig machen. Ey. Falls du Items suchst im Inventar, dann Doppelklick auf das Suchfeld. Echt? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Schwarzpulver eingebe. So, das habe ich ja links. Ich sehe aber, dass ich hier was habe. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Milo Schäfer mit der Mitgliedschaft. Dankeschön. Benjamin Angelheimer mit zwei Schweizer Franken. Ich muss sagen, die Schweizer heute. Schweizer heute waren wenig am Start. Mann, sette dich doch mal, du Arsch, Alter. Arsch mit Ohren. Okay, wir können ja weiter die Kisten sortieren, damit er sich ja resetten und dann passt er schon. Kann ich mein Tool verbessern für das Sandfarmen, weil das wird krank. Sand wird auch ganz krank. So, okay. Das waren die Verzauberungsbücher. Das sind Items zum Benutzen. Den Eisenhammer können wir auf jeden Fall hier rein tun. Ey, können wir eigentlich auch Werkzeuge reinmachen, oder? Werkzeuge, Items, macht Sinn. So, das hier zählt zu Block. Skateboard. Hier können wir eine Skateboard-Kiste machen, würde ich sagen. Das ist Skateboard. Das ist ein Item. Bub. Dann das ist Holz. Bub. Das ist Stein. Bub. Das ist Holz. Ich würde sagen, wir machen... Ne, wir machen da keine Skateboard-Kiste. Wartet mal. Wir machen da eine Kies-Sand-Erde-Kiste. Würde ich vorschlagen. Macht auch Sinn, oder? Kies-Sand-Erde. Benjamin Angelheimer, Grüße genauso an dich für zwei Schweizer Franken, natürlich. Die Spitzhacke macht 30 Schaden. Nein, plus 32% Angriffsschaden. Ich kann dir genau sagen, wie viel Schaden sie macht. Kannst du ihn nämlich ablesen. Sie macht Schaden 6,6. Also auch nicht wenig, ne? Dafür, dass sie auch nicht mit Schärfe verzaubert oder so. Nee, uns interessiert aber dieser Wert hier. Und der ist 20. Ich könnte es halt noch zu Netherite upgraden. Aber da, das ist nicht so klug, glaube ich. Ja, dann verliert das alle Verzauberungen und alle Level. Ich habe ja schon Grabeeffizienz dreimal geupgradet. Also das ist schon ein sehr, sehr starkes Tool auf jeden Fall. So, bauen wir das hier ab. So. Dann platzieren wir die Kiste da dran. Zack. Und hier kommt jetzt Kies hin. Kies, Erde und Sand würde ich vorschlagen. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Mob-Loot-Kiste noch. Hier, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Die Smaragde behalten wir mal im Inventar, dürfen wir nicht vergessen. Hab was schlafen, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben so eine Farm probiert, das hat nicht so ganz geklappt. Wir haben ein bisschen Kisten sortiert, wir haben einen Liebesbrief an Ryan geschrieben. Also wir haben ein bisschen was gemacht schon. Hier haben wir noch zwei Bücher. Bup, bup. So. Ein Schild, würde ich sagen, gehört hierhin, oder? Pfeile gehört auch hierhin, würde ich sagen. Sattel auch. Ja, ist schon eine Sache, die man benutzen kann. Irgendwie, das passt schon. Pfeile haben hier noch mehr. Genau. So, ich brauche irgendwie... genau, hier. Das muss alles raus. Das ist Holz. 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 EDX Gamer mit drei Schweizer Franken. Da sind doch die Schweizer jetzt am Start. So, jetzt brauchen wir alles an Sand und Kies. Hier haben wir nochmal ein Buch. Alles an Sand und Kies. Hier haben wir Kies und Kies. Die Frage ist, na, Beton machen wir, glaube ich, eine extra Kiste. Weil Beton, das ist dann einfach zu viel für eine Kiste. Hier haben wir nochmal ein bisschen Holz. Hier haben wir nochmal Erde. Verstärkte Erde braucht kein Mensch. So, das heißt, hier kommt jetzt das und das hin und das. Und an das Seed kommt Flughammer. Du stehst da tatsächlich ein bisschen im Weg. Also ich will jetzt da nicht mit dir meckern.
Du kannst dich wunderschön in diese Ecke hier. Aber vielleicht andersrum? Wie wär's? Willst du dich vielleicht... Oh nein, ich will nicht fliegen. Ja, so ist schön. So gefällt's mir. Schön in der Ecke. So. Genau, das Buch hat man noch. Hier, Bub. Sehr, sehr. Simon Geyer mit 34 Monaten als Profi. Das ist krass. Vielen lieben Dank, Alter. 34 Monate ist eine crazy lange Zeit. So, dann haben wir hier Holz. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Mob. Das ist Mob Drops hier alles. Mob Drops, auch Mob Drop. So. Wir sind halt wirklich jetzt schon fast durch irgendwie mit den Kisten, ey. Das war wirklich mal wichtig, dass wir das geschafft haben. Das war wirklich immer ein Krampf, ey, meine Güte. So, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Erzkiste. Das sind so Blöcke zum Benutzen. Das kann man auch mal alles rausmachen hier. So, das ist Stein, das ist Stein, das ist Stein, das ist Stein. Das hier sind Blöcke zum Benutzen. Das, das, das. Trichter ist auch ein Block, würde ich sagen. Das ist auch Stein. Boah, sehr, sehr weit. So, 4 Schweizer Franken von Dibu. Hallöchen. So, wir checken mal kurz, ob der, der ist resettet. Perfekt. So. Und so. Und okay, wir können auch mehr verrottetes Fleisch traden. Das ist noch nicht gesperrt. Also ich schnapp mal kurz noch mehr aus der Kiste. Hier. So. Das habe ich gefühlt der teuerste Trade, den es gibt, Alter. Der gefühlt fast ein Stack Dinger, ne? 62 müsste reichen. Oh, das braucht nur noch ein Buch. Ich denke, ich hatte ein Buch in meiner Verzauberungskiste. Dann können wir uns endlich die... Ja, ein Buch haben wir. Geil. Jasper mit 1,50 Euro. Vielen lieben Dank. Erste Spende. Grüße genauso an Jasper auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir hier zu den Willis runter. Und dann Schnabul... War das hier richtig? Nee. Und dann schnabulieren wir uns hier Effizienz 5, genau. Bob. So. Ein Smaragd übrig. Was hat sie denn hier eigentlich drin? Redstone. Haufen Bücher. Okay. Eine Spende. Eine Spende. Manchmal sagt er eine Spende, obwohl mir nichts angezeigt wird. Das ist so ein Ding, was ich auch nicht so richtig verstehe. Kennst du Eugen Polanski, der ist mein Vater, der hat in Mainz als Profi gespielt. Boah, ich muss echt sagen, also ich hab schon Fußballwissen, ich weiß schon was, aber ich bin jetzt nicht so der, also so, wenn du mich jetzt nach so Mannschaften fragst wie Mainz oder Werder Bremen oder so, oder keine Ahnung, also da kenne ich keine Spieler, tut mir leid, aber Fußballprofi in der Bundesliga, also Bundesliga dann wahrscheinlich, ne? Krass. Da kann man sich auf jeden Fall, da kann man stolz auf sich sein. So, genau, Amboss. Nee, warte, nicht Amboss. Hier, Tetra. Brauche ich da, warte mal, zack. Und jetzt wollen wir das, wir wollen das Enchanten mit Effizienz 5. Kann ich nicht draufpacken. Warum nicht? Warum geht das nicht? Könnte ich das jetzt hier verzaubern? Okay, das würde gehen. Okay, ich kann das jetzt... Scheiße. Ich kann das nicht verzaubern. Das war alles umsonst. Aber warum nicht? Ich kann diese Etsy-Sachen, das kann ich nicht verzaubern. Hey, das ist ja scheiße. Geht das nicht? Diamond Etsy. Ist nicht verzaubert. Vielleicht, weil ich die Spitzhacke schon verzaubert habe. Kann das sein? Kann ich die Verzauberung von der Spitzhacke irgendwie wegmachen? Verzauberung... Etsy Head, Enchant. Nee. Ah, okay, das war tatsächlich alles umsonst jetzt. Also, verdammte Gacke, Alter. Also, umsonst war es nicht. Wir können Effizienz 5 immer mal gebrauchen. Geht das nicht im Amboss? Guter Call, das könnte man mal probieren, aber ich denke nicht. Weil dafür gibt es ja dieses Verzauberungssystem in dieser Werkbank, aber. Ja, ja, geht auch nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das, die hat ja schon Effizienz 2. Die hat ja schon Effizienz 2, wisst ihr? Was ist, wenn ich... Warte, vielleicht ist die Verzauberung einfach zu hoch. Probieren wir mal Effizienz 3.
Okay, geht dort auch nicht. Wir probieren mal Effizienz 2, dann machen wir 2 und 2, 3. Das können wir auch mal probieren. Ich habe ja durch jede Scheißverzauberung, guckt es euch an, Effizienz 2 haben wir auch. Probieren wir das mal. Bob, geht auch nicht. Okay, vielleicht geht es ja jetzt aber hier. Etsy, Enchant. Nee. 2 geht nicht. Ja, 3 geht logischerweise auch nicht. Kacke, hä? Das scheint nicht zu gehen. Mach Effi weg mit Schleifstein. Ja. Ist ein Call. Könnte man tatsächlich machen. Wir probieren es mal. Kann sein, dass ich aber dann Effizienz nicht mehr drauf kriege, wisst ihr? Okay, wir bauen eine Steinstufe, 2 Holz. 2 Holz, dann eine Steinstufe. Hier. Bob. Was brauchte ich noch? Sticks. Mucki, hör auf dich zu putzen, denn du hast Mondgoli. Eine Mondgoli-Katze bist du. So. Zack. Und, habe ich ihn jetzt hier drin, oder? Ja. Zack. Zack, so. Okay, die verliert dann nur ihr Glück 1 und Effizienz 2. Nee, sie verliert alle Verzauberung. Sie verliert auch. Sie verliert nur das. Okay. Boah, ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier irgendwas kaputt mache, ne? Aber wird schon passen. So. Okay, sie hat immer noch alle Sachen, nur die Verzauberung ist jetzt weg. Okay. Und wenn ich jetzt hier. Nee, geht nicht. Warum geht das nicht? Ist doch doof. Kann ich es jetzt hier vielleicht? Zack. Enchant. Ah, das geht. Okay. Ah, ja, okay, wir haben gekocht. Das geht. Problem ist, wenn ich das jetzt mache, weil der zu wenig Magiekapazität hat, weil wir pieken damit auf 71 und der hat nur 60, beeinflusst das das negativ. Das heißt, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir bleiben bei Effizienz 3. Effizienz 3 passt perfekt. Oder wir erhöhen irgendwie. Okay, wir machen erstmal Effizienz 3 auf den Etsy dann drauf, ne? Aber guckt mal, Effizienz 3, ja, guckt mal, es ist egal, was ich verzaubere, alles profitiert davon anscheinend, weil zumindest steht es hier so. Na gut, dann haben wir zumindest von Effizienz 2 auf Effizienz 3. Kann ich denn irgendwie, wartet mal, na, Sockel haben wir jetzt schon das Beste, was es gibt. Binding, nee, das brauchen wir nicht. Das hier könnten wir tatsächlich mal machen. Alle brauchen wir den Hammer für. So. Speed. Achso, ist Integrität. Es ist komplett auf Maximum gemaxt, die ganze Kacke, ne? Ja, gut, das will ich jetzt hier für einen besseren Handle. Also, das werde nicht gehen, ne? Ich habe ja schon einen richtig guten. Eine Endrod wird noch gehen, aber. Nee, das ist alles. Na gut, da machen wir jetzt einfach Effizienz 3. Ist doch auch eine Verbesserung. Vielleicht könnten wir sogar Effizienz 4 machen. Kriegen wir Effizienz 4 hin? Naja, so irgendwie schon, ne? Aber hier ist Effizienz 4 drauf. Die anderen Verzauberungen brauchen wir eh nicht. Aber warte mal, wenn ich jetzt. Wenn ich das jetzt da drauf packe, dann kriegt er doch alle Verzauberungen, oder? Wegen einem Punkt. Oh nein. Aber liegt das jetzt daran, dass da noch andere Verzauberungen drauf sind? Könnte ja die Dinger zusammenlegen, ne? Ich meine, ich würde schon Effizienz 4 irgendwie zusammenkriegen, glaube ich. Weil wir haben, guck mal, wir haben Effizienz 3. Ich mache jetzt einfach Effizienz 3 drauf. Warum jetzt hier so hoch pokern? Etsy, Enchant, Effizienz 3. Boom. So, jetzt haben wir Effizienz 3 drauf. Ist doch auch nicht schlecht. So. Ich will mal testen, wie gut die ist. Weil ich glaube, die rasiert jetzt schon sehr, sehr krass durch Sand. Sehr, sehr krass, denke ich. Weiß einer von euch, wie eine Wüste ist, Leute?
Kisten haben wir auch fast fertig sortiert. Ist auch big soweit. Wir sind halt bis hier hingekommen, ne? Bis zu den obersten drei Reihen. Hier haben wir noch ein bisschen Kies. Zack. Hier haben wir das. Das kommt hier hin. Bob. In der Sahara. Logo ist off. Ach so. Ach, Digga. Voll Idiot. Ja, ja. Wisst ihr, wie man... Ah, warte, ich muss gucken. Julian mit 2 Euro, vielen lieben Dank. Bokusnuss mit 5 Euro, vielen lieben Dank. Seit 7 Jahren, Alter. Der ist bei meiner Eisenfarm. Boah, da habe ich aber alles abgebaut eigentlich. Aber könnte ich gucken. Ich bin schon seit 5 Uhr wach. Alter Mario, 5 Euro, vielen lieben Dank. Obsidianofen der Eisenfarm habe ich gelesen. Müssen wir irgendwann mal auschecken. Weil ich brauche 2 Erde. Warte mal, Erde haben wir ja. Wir haben jetzt sortierte Kisten hier. Bup, bup. Ja, wir müssen jetzt irgendwie eine Wüste finden, weil ich muss irgendwie irgendwie testen hier. Wisst ihr, ob Logo den Rekord nochmal gebrochen hat, sein 1.21er? Richtung Osten. Ja, aber das ist doch jetzt ein Random Call, oder? Wüste ist vor Ilinas Base. Was meinst du mit Base? Ihr Haus? Aber was heißt vor? Also in die Richtung oder was? Aber boah, aber wie weit? Muss ja Arschweit sein, weil ich bin da auf jeden Fall schon ein paar Mal lang geflogen. Hinterm Skaterpark. Okay, das wird sich ja decken. Von Malle nach Deutschland geflogen, habe schon den ganzen Tag auf deinen Stream gewartet. Ah, oh, sehr, sehr lieb. Ne? 10.000 Blöcke. Oh, geil, Alter. Ja, aber das ist ja keine Wüste hier, wenn ihr das meint. Ich meine, hier kann ich aber die Spitzhacke trotzdem mal testen. Natürlich jetzt hier nicht zum Farm, aber so. Ja, ja, das ist schon wie Butter, Alter. Das ist wie Butter. Also schneller geht halt nicht, ne? Ja, okay, das nervt ein bisschen mit dem Feuerschaden, aber gut, kannst du jetzt machen. Also schneller geht halt for real nicht, ne? Es ist so schnell. Es ist crazy. Man könnte sogar den Umhang dann anziehen, den Kimono, dann hat man mehr Angriffsreichweite, also ne, mehr Abbaureichweite meine ich. Naja, das ist schon geil. Wie viel Sand brauchen wir denn? Boah, wir brauchen so viel, Alter. Brauche auf jeden Fall eine Wüste. Ich weiß halt, wo eine Wüste ist, aber ob ich die jetzt wiederfinde, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ey. Die war... Ich war da schon mehrmals. Nimm statt der... ein Structure Beam. Ja, könnte ich machen. Als Griff, meinst du? Ja. Spiel mal eine Runde Brawl Stars, also meinst hier? Ja, aber ich bin ja allein. Wie soll ich denn allein spielen? Geht ja gar nicht. Aber ja. Ich muss aber eine große Runde machen, zu viert, definitiv. Okay, 2170 minus 1050. Ich hoffe, die Coordinators Dictators stimmen, Alter. Wenn du jetzt da irgendwas reingeschrieben hast, das wäre schon bitter. Da wäre ich dieses andere gebrochen. Aber das ist komplett, das ist hier lang, ne? Ich vertraue jetzt auf dich. Hoffe, die stimmen. Sad Pikachu im 28. Monat. Das ist auch sehr, 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 sehr krass. Vielen lieben Dank. Logo hat einen Smaragd-Shop. Ja gut, ich brauche ja keinen Smaragd jetzt mehr. Da sind wir ja durch, ne? Auf welche Version spielst du? Das ist 1.20.1. So, was hat man gesagt? 2.1 minus 1.5. Okay, ja, das war dann die Richtung hier. Habe ich Essen mit? Ich habe kein Essen mit. Ah, hier waren die Minispiele. Lol. Haben wir hier irgendwo eine Kiste irgendwie? Habe ich hier vielleicht... Hier ist eine Kiste. Ich denke nicht, dass ich da... Ah, ne, ist eine Werkbank. Ich wollte gerade sagen, hier sind eine Menge Kisten aus dem Spiel. Ja, das waren die Minigames, ey. Minigames. Wenn ich irgendwo einen Mob sehe, muss ich das mal kurz mir schnappen, damit ich ein bisschen Essen habe. 2,7 minus 1,5. Safe getrollt, Alter. Das stimmt 100 pro nicht. So.
muss frühstücken gehen. Boah, 12.10 Uhr haben deine Eltern aber. Okay, ich weiß nicht, ob du bei deinen Eltern wohnst, aber deine Eltern tendenziell sich auch gut gehen lassen heute, ne? Gut ausgeschlafen. Man verbraucht eh kein Essen, wenn man fliegt, glaube ich. Also ist eh nicht so wild. Wenn man hungert als Morph auch langsamer. Ja, ja, aber ich kann ja noch sprinten, oder? Das sind Wölfe, das bringt mir nichts. Schwein. Und nochmal. Bob. Schmeckt. Das war safe Troll. Ja, das war hundertprozentig Troll, Alter. 2115. Das war tausendprozentig ein Troll. Ich glaube, so nah ist keine. Game YouTube mit der Mitgliedschaft. Vielen lieben Dank. Schutz 4 müssen wir auch definitiv noch machen, ja. Aber da brauchen wir irgendwie eine bessere Art und Weise, Smaragde zu bekommen. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Sumpf. Warte mal, da können wir vielleicht, wenn wir Glück haben und ein Hexenhäuschen finden, uns Jamelo wiederholen, weil Jamelo ist ja irgendwie verschwunden. Weil das ist ja wirklich auch der kleinste Kacksumpf, den es irgendwie gibt, Alter. Was ist das denn? Also hier müsste jetzt bald eine Wüste kommen. Also, geil. Hier ist definitiv mal keine scheiß Wüste. War so klar, Alter, dass das scheiße war. Digga, ich dachte kurz, da kommt jetzt eine Wüste, ne? Ja, diese Strände, die sind halt auch nicht schlecht, aber das reicht natürlich nicht, um jetzt Tausendes von Sand da zu erfahren. Ist ja Quatsch. Ist ja Quatsch mit Sylvs, ne? Hab heute schon dreimal gekotzt. Oh, gute Besserung, Maximilian. Junge, dreimal. Das ist eine Graswüste. Ja, danke, Kuss. Im Labor kannst du deine Spitzhacke verbessern. Nee, kann ich nicht. Die haben da so eine Schmiede, ich weiß, aber die Schmiede ist jetzt hier nicht das Problem. Das Problem ist, dass mein Tool gemaxt ist. Und da wird mir eine Schmiede auch nicht helfen. Hey, das sieht immer manchmal nach Wüste aus, ne? Weil diese Strände so sandig sind. Naja. Klingt mir genauso, würde ich sagen. Weißt du den Seed der Welt? Nee, weiß ich nicht. Spielst du Clicker-Simulator noch? Nee, schon lange nicht mehr. Zocken das noch Leute? Wie viele Leute zocken das so? Aber nicht viele mehr, oder? Ich fahre heute auf morgen auf Klassenfahrt. Das ist auch eine wichtige, eine geile Kombi. Du gehst auf chillig. 2 Wochen Osterferien into Klassenfahrt, Alter. Ohne einen Tag Schule. Das ist crack. Das ist crack. Hundertzwanzigtausender nicht, Alter, laber nicht. Da spielen vielleicht 1000, denn überhaupt. Klicker-Simulator aktuell 0, lol. Nee, es werden schon Leute spielen, aber. Und hat da einer von euch, Notruf Hamburg, hat das einer von euch mal gespielt? Ich habe das schon oft gehört. Aber was macht man da? Man spielt da so Polizist und Feuerwehrmann und so ein Kram, ne, glaube ich? Schon letzte Woche Schule, ja, aber nicht alle, oder? Viele hatten ja Ferien schon. Ich habe 3 Wochen Osterferien, Digga. 3 Wochen ist... Was ist? Ach, das ist das Minispiel von Fabi. Was für ein Simulator? Clicker. Da habe ich so 6, 7 Folgen gebracht, aber das ist auch schon ein Jahr her, glaube ich. So, wir haben zumindest ein bisschen Sand gefarmt. War nicht ganz umsonst. So, jetzt haben wir hier, okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Erzkiste.
Wir brauchen noch eine Skateboard-Kiste. Ich würde sagen, das wird Erz. Okay, das hier wird Essen halt, ne, wenn wir hier schon dabei sind. Aber eine Einzelkiste für Essen ist ein bisschen quatschig, glaube ich. Warte mal. Können, glaube ich, kochen. Oh. So, perfekt. Das hier ist jetzt, sieht auch vom Muster ein bisschen cool aus, glaube ich. Das ist jetzt hier Essen und also alles, was mit Pflanzen halt zu tun hat und Essen und so ein Kram. Kurz gucken, ob ich bei den Mob-Drops hier was drin habe, was Essen ist. Ja, ist nicht primär, ne? So, hier können wir aber das reintun. Knochenmehl, würde ich sagen, packen wir zu Pflanzen, oder? So. Dann haben wir hier Holz. Zack, zack. Dann haben wir eine Spende. Grobe Erde. Ich weiß ja nicht, ob hier alle meine Erze reinpassen, aber ich glaube schon. Dann haben wir hier noch Essen. Dann kommt hier, würde ich sagen, ja, hier kommen die Armor-Trims hin, würde ich sagen. Ja. Zack, 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 zack. Hier ist halt brutal viel Stein nochmal, ne? Oh. Hier kommen Mobloots, Essen. Hier ist brutal viel Mobloot drin. Holz. Okay. Wir sind halt fast fertig mit den Kisten, ey. Das war schon ein Big Move, dass wir das gemacht haben, weil das war so brutal nervig immer. So, und hier Armor Trims, da machen wir. Okay, da machen wir. Hier kommt jetzt einfach die Skateboard. Ich mache jetzt einfach irgendwo eine Skateboard-Kiste, ist mir jetzt egal. So. Passt. Das hier ist ein Tool zum ein Item zum Benutzen. Das kommt dahin. Das ist der Phönix. Oh, das ist der Phönix in der Flasche, ne? Den habe ich ja auch noch. Das würde ich sagen, ist eher ein Block. Dann das hier ist eine Pflanze. Das ist eine Pflanze. Das ist auch so mäßig eine Pflanze. Das ist Essen. Hier kommen die Erze rein. So. Eine Spende. Boah, Michael, Brudi. Zu viel, way zu viel. Also es hatte schon Grund, warum ich die letzten Sachen, von denen ich vorgelesen habe. Na gut, jetzt hör bitte auf, ja. Kannst du jetzt halt per System leider nicht verbieten. Kann dir halt nur sagen, dass du es nicht machen sollst. Die Funktion bietet YouTube leider nicht. So. Dann haben wir hier Gras, Seelensand, passt da auch hin, würde ich sagen. Prismarinscherben sind kein da ein Mob-Drop irgendwie, oder? Waren die Mob-Drops jetzt hier? Da. Zack. Das ist auch ein Mob-Drop, zack. So. Drahtschneider ist auf jeden Fall ein Item zum Benutzen. Schere ist ein Item zum Benutzen. So. Also die Kiste, das sieht schon sehr, sehr schön aus hier mit den Kisten. So, das ist Lapis Lates und das kommt hier hin. Das ist Amethyst. Das ist Holz. Jetzt fängt es an, hat Holzkiste voll. Machen wir hier einfach so ein bisschen auf Mülleimer-Basis. Redstone ist ein Block. Redstone-Fackel packen wir mal auch hier. TNT ist auch ein Block, der eine Funktion hat irgendwo, würde ich mal sagen. Bilderrahmen packen wir da auch mal hin. So, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Betonkiste. Hier kommt Amethyst hin, so. Beton, Farbstoff würde ich sagen, auch in eine Doppelchest. Das ist hier halt alles noch Stein, ne? Alter Schwede. Habe ich überhaupt noch so viel Platz in der Steinkiste? Boah, die ist jetzt schon brutal voll, ne? Mal gucken, was wir wegschmeißen können. Das ist echt nur so. Das brauche ich ja eigentlich alles gar nicht, oder? Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Ja. Abengs als Mitglied. Junge Abengs, Salöche. Und der Gamer auch mit einem Euro. Dankeschön. Das war das erste von 20.000 TNT. So sieht's aus. Nee, man muss ja das ja erstmal vorbereiten alles. Ne? Vorbereitung ist das A und O. So, ich habe doch jetzt hier einen Haufen Erze irgendwo. Wir können ja hier auch mal die Tools schon mal rausnehmen. Die Rüstung. Das passt ja. Hier ist auch nochmal eine Spitzhacke. Hier haben wir ein paar Erze. Erze können wir schon mal hier hin tun. So.
Dann die Werkzeuge müssen hierhin, glaube ich, ne? Ne, hierhin. Zack. So. Rüstung auch. Der Hut so gesehen auch, der kommt auch dahin. Boah, schwieriger Name. Clips. Puh, danke für die Mitgliedschaft. Das ist crazy. So, das hier. Eimer. Alter, das ist meine Eimerkiste. Ich habe eine Kiste für Eimer. Weil ich so unfassbar viele Eimer habe, Alter. Das ist krank. So, dann hier das Werkzeug kommt hier hin. Stein kommt hier hin. Kann aber vom Prinzip her auch weg, der ganze Quatsch. Eroded Calci. Das würde ich schon gern behalten. Da schmeißen wir einen Bruchstein. Nee, ich schmeiß das hier weg. Gut, ich habe genug Bruchstein für eine Creeper-Farm direkt. So. Das kann weg, ein Andesit. So. Vielleicht in dieser Verzauberung, dass ich hier noch das Papier rein tue. Das passt auch ganz gut. So. Okay. Ich würde sagen, wir bauen die hier mal ab. Oh, ich kann jetzt nicht alles aufsammeln. Verdammt. Warte mal. Ich bin ja gerade überfordert. Ich habe so viel bearbeitetes Holz, da kann ich keine Kisten draus machen. Ich muss hier mal eine Doppelkiste mal machen, wo ich nochmal ein bisschen Müll reinmache. So. Ich habe eine Doppelkiste im Inventar sogar, ich Idiot. So, so. So, ich wollte nämlich das Muster ein bisschen beibehalten. Anklageschrift. So. Haben wir hier Vanessa mit einem Euro. Vielen lieben Dank. Du musst mal deine Kisten ordnen. Das mache ich doch gerade. Was ist denn für ein Call? So, jetzt kommt... Ah, nein. Jetzt kommt die Kiste. Das Muster beibehalten. Oh, kommt hierhin. Team Rot. Tritt Team Rot bei. Team Rot wird Mitglied im 35. Monat. Auch sehr, sehr big. Vielen lieben Dank. So, hier packen wir jetzt rein. Was soll ich da reinpacken? Ich hatte von irgendwas noch voll viel. Von irgendeiner Art. Tetra haben wir ja auch noch. Ja, da können wir eigentlich Tetra reinpacken, ne? Da habe ich ja auch noch wirklich so brutal viel, Alter. Das ist ein Erz. Das ist ein Mobblut. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange brauche, um die Kisten zu sortieren. So, hier kommt jetzt Tetra rein. Das war zwar eigentlich nicht der Plan, aber passt schon. Wir brauchen noch eine... Das wird meine Erinnerungskiste hier. Da packe ich so Erinnerungssachen einfach hin. Sachen, die irgendwann mal mit der Story irgendwann mal passiert sind. Ist auch geil. Hier die Anklageschrift zum Beispiel. Dann hier das Bild von... Das ist hier, wo wir Flo's Haustier erpresst haben. Das ist auch nice. Kann man auch hier rein tun. So, ich suche Tetra. Ich suche Erze. Ich suche Holz. Ja, gut, Kohle brauchen wir ja so gesehen nicht, oder? Oh, Kohle, keine Kohle. Kohle ist Quark. So, Schneidebrett brauchen wir. Habe ich das hier platziert irgendwo? Ja, das brauchen wir auch nicht. Kann auch weg. Wir brauchen noch eine Trankkiste, brauchen wir auch noch. Ja, die Kisten da oben lasse ich erstmal. Sortieren sie erstmal hier. Oh, ist auch wieder so viel Kram. Okay, das ist Skateboard. Skateboard kommt hier hin. Bub. Erz kommt hier hin. Bub. Luwo mit 5 Euro. Vielen lieben Dank. Und Florian mit 1,99 Euro. Was ist deine Meinung zum Anzeigenhauptmeister? Boah, wir haben sehr ausführlich darüber im Podcast geredet. Also wenn du wirklich dazu meine ausführliche Meinung hören willst, dann würde ich dir empfehlen, dir den Podcast anzuhören. Was ist das für ein Bild? Ah, das ist das mit diesem, diesen Zahnlücken-Jerry, Alter. Mr. Omega ist das, sage ich. Ah, hier. Ganz viel Tetra. Das war auch noch Tetra hier. Da. Kann man hier in die Doppelkiste tun. Das spammt halt die Kisten so voll, der Zeug, ne? So. Kevin Große mit einem Euro, vielen lieben Dank. Ich gucke da einen Livestream von Osnabrück. Grüße raus an Osnabrück. So.
Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich Formel 1 heute gucken. Aber das Rennen ist ja schon lange vorbei. Hat einer von euch Formel 1 geguckt? So. Und wenn ja, wie ist es, also Spoiler Alert, wie ist es ausgegangen? So. Ja, Trank, also warte mal, da muss ich hier irgendwie... Na, eigentlich würde ich diese Kisten hier oben gerne weghaben. Aber die kann ich ja jetzt nicht einsparen. Ich müsste irgendwelche Kisten zusammenfügen, damit ich das einspare. Ja, hier können wir ja zusätzlich auch noch Beton reinmachen. Das ist ja kein Problem. Das heißt, wir suchen jetzt mal alle Farbstoffe und alle Betone raus, die es hier gibt. Hier, 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 hier. Mein Vater guckt immer, mich interessiert es aber nicht, ja. Ich gucke auch selten. Aber ab und zu. Also, das ist Wolle, das sind eher Mobdrops, das ist Farbstoff. Hier ist Beton, hier ist Beton, hier ist Beton. Hier ist Beton. Hier ist Beton. Hier ist Beton. Das ist ja auch sozusagen Beton, auch wenn es bearbeitet ist. So. Dann tun wir das hier zusammen in diese Kiste mit. So. Ich habe auch noch Sachen im Bunker, ja, safe. Die müssen wir auch noch holen. Es ist so ein Monsterjob, Alter. Dieses Zeug zu sortieren, Junge. Es ist wirklich, es ist crank, es ist crank. So, okay. Mob Drop. Essen. Tool. Block. Block. Tool. Block. Tool. Das ist crazy, Leute. Das ist auch Mob Drop. Also, hier haben wir die Blöcke. So. Hier haben wir die Tools. So. Dann haben wir hier den Mob Drop und dann hatten wir hier irgendwo Essen. Ne? Hier ist Essen, genau. Passt nicht rein. Verdammt, meine Essenskiste ist voll. Na, Bambus ist ja kein. Na, Bambus ist ja auch schon eine Pflanze irgendwie, ne? Da machen wir Knochenmehl raus und machen Knochenmehl zum Mob Drop. Laney mit 2,50 Euro. Vielen, vielen Dank. Wer ist wir? Sagst du es manchmal in deinen Videos? Oh, keine Ahnung, wir halt. Elina, ich, Ebo, irgendwie so. Team Rot hat 5 Mitglieder verschenkt an Michael Sauter, an Alina, an Ofen Piccolini, wie Name, oder Mia Kia und dann Dodo Hase. Also vielen Dank, Leute. Das ist crazy. Und Action Lukas OG im 6. Monat. Auch eine krasse Mitgliedschaft, definitiv. Ich räume jetzt hier mal die Kisten komplett leer. Ich muss das irgendwie alles loswerden. So, also. Diese Sporen sind ein Mob Drop. Zuckerrohr ist eine Pflanze. Zack. Das ist ein Tool, was man benutzen kann. Das gehört zu den Blöcken. Das ist ein Tool, was man benutzen kann. Das gehört zu den Blöcken. Das kann weg. Honig gehört auf jeden Fall. Ja, jetzt ist die Kiste nämlich voll, ne? Das brauchen wir, denke ich mal, nicht. Was hiervon brauchen wir nicht? Kornblumen, Alter. Keine Sorge, braucht Kornblumen. Dann machen wir einen Farbstoff draus und platzieren die in der Betonkiste. So. Schallplatten gibt es ja auch noch. Ich würde sagen, Schallplatten sind Items zu benutzen, würde ich sagen, oder? Macht am meisten Sinn. So, okay. Goldäpfel packen wir auch mal zum Essen. Eine Echoscherbe. Brauche ich die für irgendwas? Kann man die für irgendwas? Okay, da kannst du diesen Bergungskompass mitmachen. Das ist auch die einzige Funktion. Also, scheiß drauf, kann weg. So. Das kann auch weg. Das ist so ein Möbelstück, das kann auch weg. David Argano mit der Mitgliedschaft, vielen lieben Dank. Logo hat deine Mobfarm gesprengt. Junge! Ehrlich? Na, du trollst, oder? Also vorhin meinst du, als er noch da war? Das ist hier ein Mobdrop. Never. Mobdrop, Mobdrop. Also Schwarzpulver haben wir schon ein bisschen was tatsächlich, wenn ich mir so angucke. Erz, Erz. Erz, Erz. Das war's mit Erzen, glaube ich. Ja. Erz, Erz, Erz. Kupfer, mach ich kann einmal hier hin. Gold hier hin. Redstone auch hier hin. Keine Ahnung, egal. Das ist hier. Sagen so. Passt. Na, das können wir eigentlich auch mal burnen. Ich meine, ungeburnt, das braucht ja kein Mensch. Team Rot mit 20 Euro. Vielen lieben Dank, mein Guter. Grüße gehen raus an dich. Logo hat wirklich deine Mobfarm gesprengt. Nein, ihr trollt doch, oder?
Guck jetzt nach. No joke, hat der wirklich. Hm. Wie viel kostet der Riesenbanks im Hintergrund? Also der hier. Den kann man noch nicht kaufen. Aber irgendwann mal. Ist in Planung auf jeden Fall. Du brauchst 115.000 Schwarzpulver. Naja, es ist, also ich habe ja schon gesagt, dass ich es wahrscheinlich irgendwie 2 zu 1 machen werde oder 3 zu 1 oder so. Ich muss mal gucken. So. Boah, sieht aber intakt aus eigentlich. Ihr habt doch wieder getrollt, ihr Arschgeigen, ey. Sieht alles richtig aus. Ich habe die ja schon ein bisschen umfunktioniert, so eine Creeper-Farm. Einfach ein Didgeridoo. Aber, hier war auf jeden Fall jemand dran, das kann ich sagen. Boah, sieht eigentlich intakt aus. Problem ist, es spawnen halt schon wenig Creeper, also fast keiner eigentlich. Aber Farm ist, ja. War jetzt echt ein Meme gewesen, wenn... sehe ich nichts. Wenn da ein Creeper gespawnt wäre. Mach doch Mogi oder Jamelo Kuscheltier. Ja, ist auch eine geile Idee. Lol, Fabi. Ich schreibe hier mal, dass ich streame. Ich streame. Mit Außenlinien Songs schön Copyright umgehen. Ja, ja, ist ehrlich so. Kannst du mal War Thunder spielen? Ach, boah, ich weiß nicht mehr, was das ist. So. Wir sind auf der Zielgeraden, Leute. Wir sind auf der Zielgeraden. Das ist auf jeden Fall ein Erz. Das müsste auch durchgeburnt sein. Ja. Das ist ein Erz. Ja, diese Skateboard-Kiste ist halt ein bisschen quatschig, ne? Das würde ich dann eher zu Items packen, die wir benutzen können. Da habe ich mir eine Kiste gespart. Und in diese Kiste kann ich dann anderen Stuff reintun irgendwie. Ich brauche halt auf jeden Fall noch eine Tränkekiste, glaube ich. Also das muss halt die Tränkekiste werden. Es geht eigentlich nicht anders. Bau mal den Katzenbaum wieder, den Kratzbaum, ja, ja. Muss ich eigentlich ehrlich machen, ne? Aber aktuell ist ja meine eine Katze sogar weg, ey. So, das ist ein Block. Das sind Pflanzen. Das ist Wolle, das ist ein Mob Drop. Bup, 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 bup. Das ist Ryans Liebesgeständnis, das müssen wir hier hinpacken. Da war die Kiste. Hier. Zack. Boah, ich muss erstmal die Kisten hier auch mal wegtragen. Ich muss mal gucken, was da nämlich drin ist. Ich mir ahnt nämlich Böses. Oh. Das sind noch alle Sachen vom Star. Oh, die Kisten sind randvoll, Leute. Ach du Kacke. Ah, oh, eine Trankkiste. Okay, die geht. Die sind randvoll, Alter. Boah, okay. Na gut, erstmal die ganzen Tränke können wir hier schon mal die Trankkiste machen. Das ist kein Problem. So. Sagen, ah ja, warte mal, jetzt brauchen wir hier die Naturkiste. Wir sind weit, ey, wir sind weit. Aber wir haben immer noch einen Haufen Kram hier, leider. Boah, das ist auf jeden Fall ein Special Block. Das ist ein Special Item. Das ist ein Special Item. Das waren Gläser für Tränke. Das heißt, das kommt hier hin. Das ist ein Special Block. Das ist ein Special Item. Das auch so. Aber kommt das hier? Warum packen wir das hier zum Beispiel? Also die ganzen Eimer sind Special Items, würde ich sagen. Wenn das ein bisschen viel ist, ob man jetzt so viel... Ich schmeiß mal die 5 Eimer auch weg. So viel Eimer braucht er wirklich keine Sau, Alter. Mia mit der Mitgliedschaft. Vielen lieben Dank. Ich muss mal kurz was checken, Leute. Check mal was. So. So.
Okay. Ganze Kupfer. Boah, soll ich das wegschmeißen? Ich meine, das braucht doch kein Mensch, oder? Das ist ein Mob Drop. So. Erde war hier. Erze waren hier. So, boah. Du wirst einfach nie wieder einmal craften. Da hast du absolut recht. Nee, das Stargate. Oder ich baue das Stargate noch. Das könnte ich natürlich auch nochmal machen, aber ich weiß auch nicht, ey. Es ist viel Arbeit halt, ne? So, das ist ein Special Item. Das ist ein Special Item. Das hier ist ein storyträchtiges Item. Das kommt hier hin. Die Erze kommen hier hin. Vanessa Paulicke mit der Mitgliedschaft. Vielen Dank. Das ist hier aus dieser Alex Cave hier. Das ist ein Mob Drop hier. Das sind Steine hier. Okay, das Special Obsidian brauchen wir, glaube ich, nicht. Hopp. So. Pff, Alter Schwede. Ich räume das hier mal komplett leer. So, das ist ein Foto. Das kommt hier hin. Zack. Das ist ein Rahmen. Boah, wo packen wir einen Rahmen hin, Alter? Boah, das hier hin. Die Kiste ist halt schon voll, aber ich kann die ganzen Eisentools, die brauchen wir nämlich beim besten Willen nicht. Axt braucht auch kein Mensch, Alter. Dann kann ich das zumindest schon mal ein bisschen kleiner machen. Das ist hier alles Müll, das soll die spawnen, das kann da hin. Scherer haben auch schon 1000 Stück da drin, das braucht kein Mensch, Das ist aus einer Alex Cave, aus der hier. Regenrinner, Alter, braucht auch kein Mensch. Abgrundaltar, das ist hier. Ich muss den Altarraum noch bauen. Michael mit einem Euro, danke schön. So. Okay, das ist ein Special Block. Das ist ein Special Item. Ach, jemand ist durchs Portal gegangen. Ich habe das Texture Pack nicht drin. Oh Mann. Hallo? Okay. Eine Spende. So, das sind hier alles. Das sind Steine. Ich hab schon, es ist schon krass, was man mehreren Monaten Projekt, Mia mit 2 Euro, vielen Dank, was man in mehreren Projekten so anhäuft an Kram, ne? Wie viel Kram ich einfach hab. Guckt euch das mal an, ich hab so viel Kram. Kistenweise Sachen, Alter. Das finde ich, das ist so krass, ne? Alter Schwede. Nicola Aschwanden. Das ist ein richtiger Schweizer Name, Alter. 2 Schweizer Franken, vielen lieben Dank. Grüße von Logo. Kann ich dir nicht versprechen, du. Warnung. Ach, das ist von Mr. Omega. Ah, nee, das ist dieses Buch. Okay, das kommt dahin. Das sind Special Blöcke. So, das ist eine Kohle. Kohle brauchen wir halt so gesehen eigentlich nicht, ne? Kann weg. Bilderrahmen sind irgendwie Special Blöcke, würde ich sagen. Blocken ist ein Rahmen. Eine Kiste weg. Holy moly, Macaroni, Alter. So, eine Kiste weg. So, jetzt räumen wir die leer. Wassereimer. Weg damit. Braucht kein Mensch. Podest, weg damit. Redstone-Fackeln. Hellgrauer Farbstoff. Vanessa mit 5 Euro. Vielen lieben Dank. Wir schauen dich und Elina seit vielen Jahren mit Freude. Vielen Dank. Among Us und Minecraft-Freunde feiern wir heftig. Ja, sehr, sehr lieb von dir, Vanessa. Liebe Grüße gehen raus an dich. Und der Lennart mit einem Euro und der Herr Carsten auch mit einem Euro. So, das ist hier das Tool. Jetzt habe ich ja halt solche so Kram. Ne? Ich meine, wo packe ich denn jetzt zum Beispiel Quarz hin, Leute? In welche Kiste muss... Na, Glas packen wir, würde ich sagen, hier hin. Okay, dann muss das Ton auch dahin. Na, das ist der Farbstoff sowieso. So, das ist Essen, das muss hier hin. Rote Kerzen, Alter, kann weg. Wo packen wir Quarz hin, Leute? Was sagt ihr? Weil die Kiste wird ein bisschen voll. Da will ich jetzt ungern Quarz auch noch reinpacken.
Aber ich weiß nicht, in welche Kiste ich sonst packen soll, ehrlich gesagt. Könnte eigentlich sonst nur zu Stein, aber Stein ist auch schon dieses Omega voll. Eigentlich ist das die einzige Kiste, wo es ansatzweise Sinn machen würde, oder? Erze. Oh ja, Erze. Guter. Oh, sehr guter Call. Ja, Erze machen wir definitiv. Das ist Quarz, das ist Quarz, das ist Quarz, das ist Quarz. Und das kommt alles. Das heißt, Quarz kriegt eine eigene Reihe, würde ich sagen. So. Hier. 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 So. Passt. Sieht ein bisschen unordentlich aus, aber. So. Knochenmehl war Mobblut, glaube ich. Ja, genau. Aber der Farbstoff haben wir falsch einsortiert. Sehe ich doch direkt hier. Das kommt hier hin. Robin Schneeberger haben wir geschafft. Tab nur zwei haben wir geschafft. Und Michael Reichlinger haben wir drauf. Vielen Dank. Und Tyler Graham der Mitgliedschaft. Vanessa, mein Sohn wünscht sich eine Among Us Livestream. Ja, aber das werden wir eher nicht machen. Das Problem mit Among Us Livestreams ist, dass wir sehr viele Leute sein müssen und die meisten anderen ja gar nicht streamen. Das ist aus dieser Seehöhle. Ja. Deswegen, schwierig. Wir machen eine Schallplatten noch dazu. Mann, der geht durch das Portal immer. Hallo? 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 Ja, geh mal, ich hab das Texture Pack nicht drin. Hör mal auf, da durchzugehen. Bin da nicht. Hä? Du, ich hör's doch. Ich höre nichts. Ja, aber du grinst doch, ich hör's aber. Ich grinse, das hörst du, okay. Ja, ich höre das. Okay, dann hören wir weiter. Hast dich unsichtbar gemacht, du Assi. Nö. Nee, warum höre ich dich dann, aber sehe dich nicht? Muss die Augen aufmachen, vielleicht hörst du mich dann. So, ey. Ich hab die Augen hier sperrngelweit offen, ey. Ja, weiß ich nicht. Mich doch hier nicht trollen, Alter. Ich ohne Grund eine Sicherheitsanlage. Ja, scheint ja schon. Bin ja auf der Zielgeraden, Alter, Fabian, meinen Kisten. Was machst du denn? Ich habe meine Kisten sortiert. Ich habe so viel Zeug, ne? So viel Zeug, Alter, das glaubst du nicht. Ja, das ist eher Essen, oder, würde ich sagen. Mottenstaub ist ja eklig. Ah, das ist aber Alex Cave, ne? Das ist aus der hier, genau. Das ist die Hälfte der Sachen, habe ich noch nie gesehen, was du hier alles so. Alessandro mit der Schweizer Franke, vielen Dank. MC98 als Mitglied, vielen Dank. Paeton oder Päton mit 1,50 €, vielen Dank. Und Michael nochmal mit 1 €, Dankeschön. So. Und das war was, was hast du von alles geguckt? Ich habe Formel 1 nicht geguckt um 7 Uhr. Also ganz so verrückt bin ich jetzt noch nicht. Ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Und wie langweilig war es von 1 bis 10? Schon 9, ne? War spannend. Never, Alter. Also, ich fand es nicht langweilig. Spannend war es jetzt nicht. Ich meine, Verstappen hat halt wieder mit, weiß ich nicht, einem halben Rennabstand gewonnen. Auf lockige Basis. Aber es ist schon immer was passiert, ein bisschen. Also, man muss auch mit den kleinen Dingen zufrieden sein. Ja, ich glaube auch, ey. Bilderrahmen ist Holz, oder? Ne, Bilderrahmen hatten wir hier. Alter Schwede, ey. So. Bin so kurz vorm Ziel, Fabi, guckst du an, ey. So. Schwamm, ey. Boah, ich habe aber auch Sachen, wo soll man die denn einsortieren? Warum ist denn deine Kasse so klein? Weil du die Katze bist und daneben ist die Originalkatze. Stimmt gar nicht. Ich hab die größer gemacht. Ja, ich wollte mich gerade verstecken, dann sehe ich, dass das Ding hier ein Riese ist. Mucki hat gut gefrühstückt, ey. Und wo ist Jamelo? Ja, der ist schon wieder gekillt worden anscheinend, ey. Gekillt? Ich hab noch eine schwarze Katze bei mir oben, die ist ohne Name-Tag. Wow, nicht gezähmt. Auch nicht gezähmt. Boah, was willst du dafür? Jamelo ist mir nichts. Alles wert. Nicht. Ich einfach haben. Ich hab nicht mal, ich hab halt leider kein Namensschild, deswegen konnte ich den nie. Warte, ich hab Ryan 5 geklaut.
Also du kannst sie auch haben, die Katze, ne? Also boah, braucht die auch mit Namen, schaut jetzt nicht. Jamelo. Also ich bin mir zu 95% sicher, dass das eine schwarze Katze ist. Ich weiß nicht, jetzt war das schon länger nicht mehr. Ich guck nochmal. Ich komm, ich hab alles ready. Ist mal aufhören, dich unsichtbar zu machen. Achso, was? Captain ja, mit 2 Euro. Mit deinem Schal unsichtbar so gemacht vor allem. Mit meinem? Ja, also von deinem Shop da. So, ja. Na, guck mal. Naja, so nicht ganz Full Black, aber schwarz schon. Ja, aber wenn es nicht Full Black ist, dann kann... Nein, Fabi, das ist ein Imposter, das kann ich nicht gebrauchen. Das hat Jamelo schon in echt gesehen, dass du mir das hier verkaufen willst. Ja, ich dachte auch, der wäre Full Schwarz, aber ich war halt schon länger nicht mehr hier oben. Carpaccio, ey. Der Arme wurde seit 3 Monaten nicht gestreichelt. Der wird regelmäßig gestreichelt, ja, tatsächlich. Ja, weiß ich nicht. Du musst es halt wissen. Ich weiß das. Ich habe nämlich Kameras in deiner Wohnung. Ich habe dein Bild doch hier hängen. Ja. Ich habe noch ein Bild. Willst du noch ein Bild? Ich will so viele Bilder von dir haben, wenn das glaubst du gar nicht. Ja, warte, ich habe hier noch ein Bild. Guck mal, ich habe auch den Eingang von dir hier nicht mal gesichert. Auf Vertrauensbasis das nämlich. Wir sind doch auch ein Team. Ja. Apropos Team, wo ist eigentlich unser Eingang? Unsere Teambasis. Kann nur Schritt für Schritt, der braucht nur 2 Hände. Und zwar habe ich hier irgendwo... Ah, ich muss logisch überlegen. Es ist Story, also muss hier sein. Ha, so klug, Alter. Ja. Boah. Besonders schönes Bild ist das. Ich werde nachher ein Foto schießen, wenn es welche in die Wohnung kleben. In dein Haus. In die Real-Life-Wohnung. Ja, in die Real-Life-Wohnung. Ich klebe dir das auch in deine Real-Life-Wohnung demnächst. Stark. Boah, überleg dir mal, du kommst in dein Büro und dann siehst du so ein Bild von mir, Ben. Waren denn die Schallplatten drin? Ah, nee, in der anderen Kiste. Das ist angsteinflößend, glaube ich. So, das ist ein Block. Das ist ein Block. Das ist ein Block. Oh, der geht wieder durch. Das ist ein Item. Ich muss Eimer loswerden, Leute. Ich habe jetzt so viel Eimer. Und den Nametag können wir mal Dings wählen. So. Ja, wird mir auch einen schenken können, aber okay. Das ist also, der ist geklaut, Fabi. Ach, das ist der. Ich habe ihn ja schon Jamelo genannt. Warte mal, nee, ich kann jetzt nicht zurückrudern. Der Geist ist schon Jamelo, Alter. Hier ist halt alles geklaut von irgendwem, irgendwo. Das ist gelogen. Ich wette, 50% von deinen Besitztümern sind irgendwo geklaut. Never, doch nicht 50%. Vielleicht 10. Ey, übertreib komplett. 10 ist halt auch immer noch viel bei dir, aber davon mal abgesehen. Dieses vielleicht 10 ist jetzt nicht unbedingt hilfreich für dich. Ja, ein bisschen was klaut man doch immer nochmal. Also ich habe, glaube ich, nichts geklaut in meinem ganzen Leben. Ja, deswegen bist du auch so arm. Guck dir deine Kisten an. Na, außer deinen Schal da halt. Oh, ich bin so gebrochen, ich habe keinen Bock mehr. Und so viel noch. Aber so viel ist es gar nicht mehr. Ich habe halt so viel Holz und meine Holzkiste ist voll. Und die zweite? Eine zweite habe ich keinen Platz. Also. Kannst du mal aufhören, down durch das Portal zu gehen? Nö. Du hast keinen Platz. Nee. Also, ja, das sind aber auch alles so unwichtige. Also ist jetzt nichts, was man wirklich braucht. Das sind ja Treppen und so ein Kram. Braucht man ja nicht. Wer hat dir eigentlich erzählt, dass es eine geile Idee ist, seine Kisten bis nach da ganz oben hoch zu stapeln? Das ist die Wand der Schande. Die Wand der Schande, ja. Und was ist denn in den anderen Schandwänden? Da kommt mal was. Verstärkte Erde braucht auch kein Mensch. 10 Eimer, ich hab so viel Eimer, Alter. Wirklich. Mit der Erde hättest du mal unsere Base besser sichern können. Ja, du hättest ja auch nochmal das checken können, hast du auch nicht gemacht. Wahrscheinlich baue ich den ganzen Wände einmal komplett ab, um zu gucken. Ja. Okay. So, das dann ist baue ich die jetzt ab. So. Boah, weiß ich nicht, Fabi. So. Eimer brauche ich auch nicht. Glas brauche ich auch nicht. Das Deko-Ding brauche ich nicht. Das ist, glaube ich, aus der Unterwasserhöhle. Hier. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Tintenbomben kommen zu den Items, die jetzt auch schon wieder voll sind. Da geht es nämlich auch schon wieder los, Leute.
Na gut, ich verabschiede mich mal, ne? Jo, ciao, ciao. Wir Tretboot fahren, wie ein echter Mann. Tretboot ist krass. Viel Spaß. Dankeschön. Wir haben es fast geschafft, Leute. Das hier noch. Smaragde. Hier hin. Slime. Hier hin. Wolle auch hier hin, hier hin. Schlammziegel brauchen wir nicht. Kies brauchen wir definitiv. Da. Und die Steine brauchen wir auch nicht. Zack, zack. Kolben ist zu Block mit Funktion. Kommt hier hin. Ja. Rahmen, Gemälde ist schon praktisch. Kommt hier hin. Bilderrahmen kommt hier hin. Obsidian kommt hier hin. Kohle brauchen wir nicht. Den Name-Tag packen wir mal zu. Hier zur Story, würde ich sagen, oder? Da passt das am meisten hin. Banner machen wir auch einfach mal hier hin. Oder warte mal, Banner können wir. Also Special Items können wir eigentlich hier so in die Mitte tun, wo ich jetzt nicht so wirklich weiß. So. Habe ich in jeder Kiste was drin eigentlich? Ja. Boah, Leute, wir haben es gleich geschafft. Alter Verwalter. Kupfer. Ich würde das alles löschen eigentlich. Was soll ich mit diesen ganzen Kupferblöcken? Ich glaube nicht, dass ich das Stargate nochmal aufbauen werde. Und das ist ja wirklich alles nur so Kupferkacke. Was soll ich damit, Leute? Ich meine, die Blitzerbleiter kann ich behalten, aber ich habe ja auch keinen Platz mehr irgendwo. Nee, kommt da weg. Maxi mit 5 Euro. Hallo Banks, gucke deine Videos schon seit vielen Jahren und liebe sie und hoffe auf eine schöne Zukunft auf deinem Kanal. Das ist sehr, sehr lieb von dir, Maxi. Dankeschön. So. Mir gefällt doch das Muster, oder? Muster ist auch cool. So, das ist die letzte Kiste, Leute. So, aber das sind jetzt so Gegenstände auch. Das sind jetzt tricky Gegenstände, aber auch das kommt dahin. Teppich kann weg. Knöpfe können weg. Pfeile stacken wir. Kann nicht gestackt werden. Können weg. Kann weg. Das ist ein Phönix. Phönix würde ich sagen, tun wir erstmal hier hin. Banner tun wir auch hier hin. Brutstand kann weg. Das sind diese ganzen Special Mobs halt, ne? Ich würde die auch hier erstmal alle hier so reintun. Weiß nicht, wo ich die sonst hinpacken soll, ehrlich gesagt. So. Korbel kann weg. Verzierte Krüge. Würde ich sagen, tun wir einfach auf dumm. Platzieren wir hier einfach. Sieht doch schön aus. Sonnenblume tun wir in die Naturkiste. Kein Platz, komm weg. Totems kommen hier hin, würde ich sagen. So. Alter Schwede. So. Alle Kisten. Muss man das Baumhut hier noch setzen? Alle Kisten weg, ey. Wir haben es wirklich geschafft. Alter Verwalter, ey. Ich bin sehr stolz auf uns. Wir haben die Kisten finally neu sortiert. So. Wir haben aber noch mehr Kisten und einen Bunker. Aber den lassen wir erstmal. Wir haben ja aber noch diesen Bunker hier. Funktioniert der noch? Sieht nicht so aus. Nein, der funktioniert definitiv nicht mehr. Okay, der wurde irgendwie kaputt gemacht. Da müssen wir auch nochmal reparieren. Meine Güte, Leute, wir haben hier zu tun. Eieiei, Karamba, die Mamba, ey. So. Aber sieht doch schon mal ein bisschen schöner jetzt aus mit den Kisten, oder? Jetzt können wir eigentlich mal... Ja, den Rest lassen wir so. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wir haben TNT-mäßig ja wirklich gar nichts geschafft. Wir haben gar nichts geschafft. Gar nichts. Wir haben keine... Okay, wir haben das mit der Farm probiert, aber das hat ja nicht so geklappt, ne? Ey, wir müssen... Also, das muss noch ein Livestream werden. Wir sind ja jetzt erst mal mit den Kisten fertig. Der nächste, wir brauchen eine Creeper-Farm. Wir müssen Sand, wir brauchen 6, 7 gleichzeitige Quarries, die eine Wüste abbauen. Boah, Leute. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Ihr könnt ein Like abgeben, würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt jetzt kostenlos noch abonnieren, würde mich sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank an alle Mitglieder, an alle Spender. Sehr, sehr korrekt von euch auf jeden Fall.